Was geht ab, meine Freunde? Twitter brennt und ich bin mitten in den Flammen. Hallo, ich mache selber das Feuer. Schau dich an. So, jetzt haben wir das Statement von Gamer Brother zu folgendem Video. Wir haben letztens im Stream das hier geschaut. Gekaufte Klicks auf YouTube. Und Haptic Rush hat hier, wenn ich das hier ganz kurz zusammenfassen kann, er sitzt seitlich und er hat Zugang zu Gamer Brothers Analytics auf seinem Kanal. Und es ging um, ich glaube, 2 oder 3 Videos, wo genau das hier passiert ist. Die Videoaufrufe sind am Anfang schwach gewesen, sind dann stark in die Höhe geschossen und dann abgeflacht wieder. Und es hat geheißen, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch real ist, ne? Weil das war doch irgendwie 60% von den Leuten, die das Video gesehen haben, kamen aus Indien und sowas. Und jetzt gibt es ein Statement von Gamer Brother und dazu gibt es danach noch ein Statement auf das Statement von Haptic. Deswegen gehen wir rein. In den letzten 48 Stunden ist mir vorgeworfen worden, dass meine komplette Karriere fake ist, dass ich Klicks kaufe, dass ich meine Partner und meine Community betrüge und zu guter Letzt wurde ich auch noch geswattet, weil ich so ein böser Mensch bin. Meine Eltern fix, gleich auch noch ja. Mit. Polizisten standen mit gezogener Waffe bei mir im Wohnzimmer, weil die gedacht haben, dass ich meine Freundin umbringe. Also das habe ich auch mitbekommen, noch im Stream beim letzten Mal. Direkt nachdem das Haptic-Video gedroppt ist, hat jemand anscheinend einen Alarm ausgelöst bei der Polizei und die haben da dort, ich weiß nicht, ob sie angerufen oder wie bei Moist so eine E-Mail geschrieben haben, die so, Gamer Brother hat seine, ich bin der Gamer Brother und ich habe meine Freundin abgestochen und dies und das und jenes. Wie kann man so blöd sein? Weißt du, was ich meine? Er hat direkt nachdem das Haptic-Video gekommen ist, hat er gesagt, er postet ein Statement und jemand konnte nicht mal so 3 Stunden warten und hat instant die Polizei alarmiert. Was wäre, wenn der reingekommen wäre und er hätte ihn einfach erschossen? Weißt und das war mein Wochenende. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Wer inwiefern relevant ist, ist für dieses Thema komplett unnötig. Meiner Meinung nach sind Leute, die relevant sind und was in der Szene zu sagen und bewirken haben, nicht in der Pflicht, am Anfang von so einem Video in 2 Minuten emotional deep down zu fahren, warum man wie Schmo, wo in seiner YouTube-Karriere hier gelandet ist. Deshalb skippen wir diesen unnötigen Scheißpart und starten direkt rein. Ich hätte es mir schon gewünscht, wenn er sich so hinsetzt wie Mickey. Und dann so ausatmet. Doch wie sind wir an dem Punkt hier angelangt und was? Ah, okay, da war Copyright-Musik drin. Da gibt's ein neues Feature, dass du die Musik entfernen kannst, deswegen hört sich der Ton ein bisschen weird an. Das ist bis dahin alles passiert. Der YouTuber Haptic Rush behauptet jetzt seit ungefähr 1,5 Wochen, ich würde YouTube-Klicks kaufen für meine YouTube-Kanäle. Wobei er da in den Aussagen auch immer so ein bisschen schwankt, also das werdet ihr im Verlauf dieses Videos noch sehen. Ich habe nämlich mit meiner ironischen Art und böse wie ich bin vergangene Woche auf einen Tweet von Daniel geantwortet, der gepostet hat, dass es so viele Leute in der deutschen Twitch-Szene gibt. Dieses Viewer-Bot-Thema auf Twitch ist underrated. Das hat mich auch gewundert, weil er hat geschrieben auf Twitch, aber es ging eigentlich um YouTube. Was macht man hier und was man hier und da hört, ist verrückt. Glaub, Haptic hat mal einen Tweet auch dazu gemacht damals. Wie ist das auf Twitch? Weiß man das? Kann ich auf Twitch? Auf Twitch kannst du safe auch botten. Aber ist es dann, wie macht man das dann? Also kommen da so verschiedene Server, die einfach während deinem gesamten Stream dabei bleiben? Oder ist es nur so für die Peak-Performance oder so? Die Klicks und Live-Viewer kaufen. Ich bin übrigens auch nicht, Bots. Das hier sind meine Twitch-Statistiken, die blenden. Aha. Ich muss euch ehrlich sagen, ich kenne mich null aus in Twitch-Statistiken. Ich schaue da tatsächlich nie rein. Also original nie. Aufrufe von außerhalb Twitch. Direkt sonstige, ja okay, das werden irgendwelche Links sein, Aufrufe auf Twitch, Follower, 44%, weitere Empfehlungen, okay, das ist wahrscheinlich so Startseite, empfohlener Option, keine Ahnung, 11%, sonstiges 9%, ja, ich schätze mal, das ist normal, Search, Papa Platte, Elias, Montana Black, Trimax, kenne ich nicht, Basti, okay, Zabex, meine Twitch-Statistiken, die blende ich gerne, direkt einmal zur Transparenz ein. Warum steht bei mir da in den Wörtern voll drauf? Grüße. Ja, ob man meinen Humor jetzt feiert oder nicht, ich habe darunter geschrieben, dass ich doch gerne auch so ein Viewbot haben wolle, ob er mir da vielleicht einen Kontakt klären kann. Und dann kam unser Ritter in goldener Rüstung, Haptic Rush, angaloppiert und hat mich von der Seite angefrontet, dass ich doch wissen würde, wo man diese Bots bekommt. Daraufhin, ich bin ja hier. Also erstmal ganz kurz, wenn ich noch einmal unterbrechen darf. Aktuell an dem Punkt, wo ich jetzt gerade bin, ich weiß nicht, was hier passieren wird, ich habe gehört, das ist krass, aber an dem Punkt, wo ich jetzt gerade bin, glaube ich, Haptic in der Annahme, dass
diese zwei gezeigten Videos oder ob es nur ein gezeigtes Video war, ich weiß nicht mehr, aber dass auf jeden Fall auf dem Kanal von Gamer Brother Klicks gekauft wurden. Jemand, so. Ich versuche solche Konfrontationen dann immer aus dem Weg zu gehen und das zu klären, habe ich ihm sowohl privat als auch bei Twitter ein Fragezeichen geschrieben und habe dann erstmal so einen Tag keine Antwort bekommen. Am nächsten Tag habe ich dann eine Antwort auf Twitter bekommen von Haptic, der dann irgendwie so sinngemäß gesagt hat, dass es auch noch so schlimm ist, wie ich mit der ganzen Sache umgehe. Der Grund, warum ich überhaupt geschrieben habe, ist, weil du noch so provozierend ironisch mit dem Thema umgehst, dann in deiner Antwort noch weiter auf unwissend tust. Macht die Sache nicht besser. Und dass ich das auch noch leugne. Und danach habe ich mir erstmal gedacht... Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Ja, heilige Scheiße. Dann ist eine Woche öffentlich nichts passiert, weil es in der Zwischenzeit Kinofilme an Kommunikation zwischen Haptic Rush und mir. Wobei, nein, da muss ich einhaken, zwischen Haptic Rush und mir hat es nie eine private Konversation gegeben, weil der große, goldene Haptic Rush es nicht zulässt, dass man mit ihm privat in ein Gespräch geht. Und als er irgendwann nicht weitergekommen ist, hat er jetzt dieses Video hier rausgehauen. Bevor das Video hochgeladen hat, okay, also wenn er angefragt hat, wenn Gamer Brother angefragt hat, yo, können wir in ein Gespräch gehen und er hat abgelehnt, dann ist es mega wack. Also er hat mit seinem, ich weiß nicht, mit seinem Management oder mit irgendwem aus seinem Management hat er Kontakt gehabt. Er hat den Goofy genannt, damit er keinen Namen leakt oder so. Aber mit irgendwem hatte Haptic Rush Kontakt, der Einsicht auf einen Kanal hatte, aber nicht auf den anderen Kanal. So irgendwie. Kam dann erst noch der Tweet hier. Weil er hat zwei Kanäle. Die Kanäle Broski. Okay, das ist der, oder? Na, Gamer Brother. Okay, Gamer Brother ist, glaube ich, sein Hauptaccount und Broski wird sein zweiter Account sein. Kanäle Broski und Tizi Schubech kaufen Klicks für ihre YouTube-Videos. Wenn ihr das nicht tut, dann sollte es für euch doch auch sicher kein Problem sein, im nächsten Stream oder in Videoform die Aufrufkurve und die Top-Zuschauer-Länder zum Beispiel folgender Videos zu zeigen. Unfassbare Stimmung, irgendwas und da ist irgendein anderes. Gab es auch viel Kritik damals schon, habe ich gesehen, erstens auf Twitter und in den Cake News Kuchen TV hat das auch gesagt, dass es irgendwie scheiße ist, dass du sagst, ja okay, die machen das und jetzt liegt es an euch, das Gegenteil zu beweisen. Ich meine, theoretisch hat er recht, na, also wenn die Klicks nicht gekauft sind, dann kannst du es einfach zeigen, aber ja, es ist eine Respektlosigkeit den Fans, den Werbepartnern und anderen Creatern gegenüber. Das ist ein unfaires Spiel und kann der gesamten Industrie schaden. Sowas nimmt allen Online-Künstlern die Seriosität, die wir schon so viele Jahre versuchen aufzubauen. Ich bin enttäuscht. Wie gesagt, da stimme ich zu. Also ich finde, es ist respektlos anderen Creatern gegenüber und vor allem den Werbepartnern. Ich meine, ich freue mich dann immer bei den Werbepartnern, die schauen ja auch, ich weiß ja, wie das ist bei Howly. Ne? Bei Howly ist es mega cool. Hier, Werbung an der Stelle. Ha, wie wär's damit? Baue ich gleich Werbung ein. Gerne mit dem Code Kaiser bestehen. Bei Howly ist es so, ich habe ein Partnerportal und ich kann dort nachschauen, wie viele Bestellungen ich über meine Codes beziehungsweise über meinen Link halt eben gemacht habe. Wie viele Bestellungen, wie viele davon Neukunden sind, was kann ich noch sehen, wie viel Umsatz ich gemacht habe, aber das sind natürlich klassifizierte Dinge. Und eure Penisgröße kann ich da auch sehen, wenn ihr da bestellt. Und alle sind da irgendwie über 30 cm, das ist ganz komisch. Na, auf jeden Fall ist das cool, weil ich kann sehen, oh, okay, wenn ich Werbung mache, dann fruchtet das, dann kaufen die Leute. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Werbung einbauen würde mit 500.000 Klicks auf einem Video und ich mache dann, keine Ahnung, 5 Verkäufe oder sowas, dann wäre es schon sehr auffällig. Und dann würde halt Holy auch nicht mehr mit mir kooperieren wollen, wenn sie sich denken, ich habe eine unfassbar schwache Familie, vor allem unfassbar schwache Community. Aber irgendwie nicht wirklich jemand ernst genommen, weil der Tweet... Aber das ist halt nur bei wiederkehrenden Partnern. Also bei einmal, wenn du einmal siehst, ah okay, der macht viele Aufrufe und so, dann ist klar. Richtig random war und auch überhaupt keine Anhaltspunkte hatte. Jetzt sind wir alle auf dem neuesten Stand. Kernsorge des Videos ist, ich kaufe YouTube-Klicks und Haptic kann das belegen anhand von Screenshots bzw. Screen-Recordings, die er über ein fremdes Telefon über eine dritte Partei aufgenommen hat, welche in meinem YouTube-Dashboard eingeloggt ist und zeigt, dass auf meinem YouTube-Kanal gekaufte Klicks unterwegs sind. Und jetzt kommt der große Punkt. Ja, auf meinem Zweitkanal sind gekaufte YouTube-Klicks unterwegs. Wir sind seit Monaten mit YouTube darüber im Austausch. Vor allem zur EM-Zeit waren immer wieder Videos betroffen. Tatsächlich ist es aber auch, ich habe mich jetzt mal diese ganzen Statistiken eingelesen, auf meinem Stream-Highlight-Kanal vorgekommen. Der Kanal... Okay, das ist der dritte Kanal. Der Kanal führt, den Kanal führt eine externe Person für mich. Auch Produktplatzierungen gab es hier bisher noch nie und trotzdem gibt es ungewöhnliche Aufrufländer. Okay, ist es hier ein Prozent? Das ist alles 0%. 0,0%? Okay, Rumänien, Nordmazedonien, Irland, Japan, Bulgarien, Russland, bla bla bla. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt... Warte mal, ich schau mal in meine Statistiken. Wie wär's damit?
Ich mache hier nur ganz kurz zu, weil sonst leake ich meine Einnahmen und das habe ich ehrlich gesagt nicht vor an der Stelle. Zuschauer, da haben wir Wiedergabezeit, Alter und Geschlecht, Top-Sprachen, Top-Länder, mehr Anzeigen. Okay, wir haben Deutschland, warte mal, das sind jetzt die letzten 28 Tage. Deutschland, durchschnittliche Wiedergabe, oh, bis Stepper, da sind die voll gut dabei, fast 80%, Österreich 10%, das macht Sinn, Schweiz 3%, macht Sinn, Italien 0,3%, Vereinigte Staaten, Shoutout, 8000 Leute oder 8000 Aufrufe, ich verdammt. Niederlande macht auch Sinn, Spanien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Frankreich, ja, okay, was hat er da? Rumänien, Nordmazedonien, Irland, Japan. Japan? Ja, okay, Südkorea macht auch überhaupt keinen Sinn. Aber das sind halt so ein paar Leute, die halt dann im Ausland leben, ne? Beziehungsweise das sind meine gekauften Klicks. Vereinigte Arabische Emirate, nur 111 Aufrufe, da muss man noch ein bisschen aufbessern. Aber bis deppert? Tunesien, die Tunesier schon gerne zu. Fast 30 Minuten, Shoutout an alle 134 Leute in Tunesien. Auf dem ich selber nicht mal Videos hochlade, selbst da ist ein kleiner prozentualer Anteil. Auf meinem Hauptkanal ist ein kleiner prozentualer... Bist du deppert, 500 Millionen Aufrufe. Halleluja. Was glaubst du, was das für Kohle ist? Bist du deppert. Wiedergabezeit in Stunden. 85, warte mal ganz kurz. Ja genau, 85 Millionen. Lass mich das ganz kurz ausrechnen. 85 Millionen Stunden allein. Oder machen wir hier 90 Millionen, dann haben wir Österreich hinzu. 90, 1, 2, 3, 9 Millionen, 90 Ding durch 24. Das sind 3 Millionen Tage durch 3, 6, 5. Das sind 10.000 Jahre, die einfach in Deutschland und Österreich ihm zugeschaut haben. Auf einem Kanal. 10.000 Jahre. Anteil. Ja, und das ist es eigentlich. Das ist der Vorwurf. Ich versuche gar nicht, hier irgendwas zu leugnen. Ich blende euch hier sehr gerne zur vollen Transparenz ein, welche Videos während der Europameister... Okay. Hier haben wir 20% Indien. Das hat 83.000, 60.000, 28% Indien. Indien... dann haben wir nochmal Indien, da sind wir vorrangig bei Indien, das sind 61% und hier haben wir, achso, Entschuldigung, na, 11%. Okay. Ja, es ist immer Indien. Haptic Rush hat das in seinem Video deswegen, also damit begründet, dass quasi gekaufte Klicks aus Indien weniger wert sind, also oder weniger kosten, weil bei YouTube funktioniert das so, es geht darum, von wo du einen Aufruf bekommst, so viel Geld bekommst du dann, ne? Weil der durchschnittliche Zuschauer aus Deutschland, wenn du dem eine Werbung präsentierst, der wird, wenn er was kauft, mehr Geld ausgeben können, weil er ganz einfach reicher ist, ne? Als jemand in Indien oder als jemand in, weiß ich nicht wo, irgendwo anders, ne? Und deswegen ist halt, ich glaube, so Zentraleuropa hat mit dem besten CPM auf der ganzen Welt, also so Mr. Beast, wenn der jetzt nur deutschsprachige Fans hätte, der hätte, weißt du, doppelt, dreifach so viel Kohle ungefähr. Also das ist schon crazy. Deswegen in Indien wird halt der CPM relativ schlecht sein und dort wird dann vielleicht YouTube auch gar nicht mal so viel drauf achten, ob die Accounts echt sind oder nicht. Aber das müsste YouTube eigentlich schon auffallen. Also ich hätte gedacht, so ab, weißt du, hier 60% indische Zuschauer bei einem Video, das überhaupt nicht normal ist. Ich hätte gedacht, dass das halt, dass sie das wissen. Oder vielleicht wissen die es auch deswegen, weil er halt gemeint hat, dass sie in Kontakt mit YouTube stehen. Naja. Dass er schafft, betroffen gewesen sind. Ja, und bevor jetzt alle sagt, oh mein Gott, Broski, indische Klicks auf deinen YouTube-Videos. Du bist der allergrößte Faker. Moment. Kommt noch alles. Soll ich jetzt eigentlich auch mich von der Seite filmen und irgendwie so einen Schwarz-Weiß-Filter reinmachen und so einen komischen Cringe-Move machen? Nee, muss man nicht, oder? Spaß. Also um hier mal nicht so einen unnötigen Spannungsbogen reinzumachen, ich habe das auch schon bei mir im Stream gezeigt. Ich habe insgesamt auf meinem Zweitkanal ca. 46 Millionen Views gemacht seit Erstellung. Da seht ihr einmal alles eingeblendet. Und von diesen 94% männlich ist auch stark. 40 Millionen Klicks. Ja, ist halt Fußball-Content. Österreich, Deutschland, Österreich, Schweiz. Ach, schau dich an. Ich habe viel mehr österreichische Zuschauer prozentuell, weil ich Österreicher bin. Ha, schau. Sie sind insgesamt 0,9% aus Indien. Das Okay. Das ist gar nicht mal so viel, to be honest. Ich meine, es ist der vierte Platz, aber was soll sonst vierter Platz sein? Gut, Luxemburg, aber in Luxemburg, da sind ja auch nicht so viele Leute, die halt zuschauen. Was war bei mir vierter Platz? Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien. Okay, ich habe in meiner gesamten... seit Erstellung mache ich jetzt. Zack. Seit Erstellung Italien mit 144.000. Okay, 0,2%. Bei 0,1%, das wäre hier vergleichsweise 82.000 von, ich weiß gar nicht, bist du deppert, wie viel ist das? Über 60 Millionen Aufrufe.
Ist auch geisteskrank. Also ich glaube, das sind dann, wie viel ist das dann? Das sind dann all diese Videos, die er gerade eben gezeigt hat. Wie viel ist das dann? 0,9% von 500 Millionen? Dass YouTuber und Streamer in Zeiten von Sexbots immer mal wieder auch sich mit dem Thema auseinandersetzen müssen, ist komplett normal. Südtirol, ja. Okay. Und ja, ich würde Haptik recht geben, wenn ich irgendwelche krassen Videos gebottet hätte und mir dann einen künstlichen Hype erzeugt hätte und auf einmal Videos gehabt hätte mit 1 Million Aufrufen. Aber es sind halt komischerweise vereinzelt Videos während der Europameisterschaft. Warum das übrigens eine Rolle spielt, dazu kommen wir auch noch später. Bisschen Spannungsbogen muss dann schon sein. Weil Indien so gern zuschaut, ganz transparent noch zu dem Thema Placements während der EM. Könnt ihr das lesen? Ja. Hier wurde vor allem öffentlich in Reaktionen, TikTok-Clips etc. behauptet, ich würde unfassbar viele Placements zur EM gehabt haben. Deshalb würde auch das Klicks kaufen in dem Zeitraum Sinn ergeben. Zur EM hatte ich genau einen Werbepartner, der mich dezidiert für einen YouTube-Shoutout bezahlt hat. Das war Surfshark im Halbfinale, England-Holland-Vlog. Da ich aber sowieso lost war und das Placement-Segment nicht in den ersten 5 Minuten des Videos eingebaut habe, muss ich dieses sowieso nachholen. Oh, Alter, das ist ja saubitter. Werdet ihr in naher Zukunft hier sehen. Ich habe das auch manchmal überzogen. So, da steht meistens so, ja, okay, dann musst du es im ersten Drittel des Videos platzieren oder so. Und dann überziehe ich das und dann ist so. Ich weiß auch gar nicht, was das überhaupt heißt, im ersten Drittel platzieren. Heißt es, es muss anfangen im ersten Drittel oder es muss gesamt stattfinden im ersten Drittel? I don't know. Aber noch hat mir keiner auf die Finger gehauen. Die Behauptung, ich habe Partner verarscht oder wissentlich nicht informiert, ist also falsch. Tickets, die ich zur EM, wie zum Beispiel von Adidas Tops bekommen habe, waren Teil einer Instagram-Kampagne und hatten mit Stadionvlogs nichts zu tun. Jeder Streamer/YouTuber in meiner Größe wird euch das bestätigen können, dass ein Barter-Deal, Tickets für ein Video mit meiner Reichweite keinen Sinn ergibt und solche Placements mit Geld bezahlt werden. Front hier, nur Geringverdiener. Deshalb auch keine Auslagerung auf Instagram, wo weiblicher Content zum Beispiel zu Tops kam. Weiblicher Content. Ja. Seid ihr auch weibliche Content-Genießer? Okay, macht Sinn. Ja, ich glaube auch nicht, dass er einfach nur, also blöd gesprochen, nur für ein Ticket dorthin kommt. Ich glaube, dass die generell ein Interesse daran haben könnten, dass halt große Influencer dort sowieso hinkommen würden. Ja, machst du dazu ein Video auf YouTube? Ich weiß es noch gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt noch passiert oder wie es mit dem Beef weitergeht oder so. Ja, okay, macht Sinn. Also ich würde mir einreden lassen, selbst wenn er sagt, er hat in diesen Videos, die gebottet waren, keine Werbepartner drinnen gehabt. Kann es trotzdem sein, dass du halt dafür für Werbepartner Videos bottest, einfach nur damit halt der durchschnittliche View-Account höher ist und dass du dann halt deinen Preis höher berechnen kannst. Du kannst es nicht wirklich berechnen, du kannst ja nicht sagen, wie viel du vorher verdienst, außer du machst ein Affiliate und du sagst, okay, für jeden Verkauf bekomme ich Prozente oder sowas, zack. Das kannst du machen. Brutale Jester, dankeschön für den Prime Sub. Oder du rechnest dir den Schnitt der letzten 10 Videos aus oder du hast irgendein besonderes Video geplant, keine Ahnung. Immer wenn Deutschland gegen irgendwen spielt, dann sind die Klicks höher, weil du hast viele deutsche Zuschauer. Deswegen kannst du da halt dann mehr Geld dafür verlangen. Das könntest du machen. Hallo? Achso, das ist jetzt voll lang. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zu dem Punkt, der mich seit 1,5 Wochen stört, weil Haptik behauptet einfach, ich hätte für meine YouTube-Kanäle Klicks gekauft. Und das ist kompletter Schwachsinn und natürlich auch komplett strafbar, das einfach so zu behaupten. Denn dass gekaufte Klicks auf meinem Kanal sind, ist ja niemals ein Beweis dafür, dass ich mir selber diese Klicks gekauft habe. Das heißt, wir sind jetzt in folgender Situation. Du sagst, hey, du kaufst Klicks. Ich sage, hey, ich kaufe keine Klicks. Beweisen, dass ich keine Klicks gekauft habe, kann ich nicht. Also muss ich jetzt gucken, wie ich euch argumentativ davon überzeugen kann, dass es eben nicht so ist. Da der gute Haptik ja schon ein Video gemacht hat, orientiere ich mich einfach an seinen Punkten. Er behauptet zum Beispiel, dass ich Placement-Videos mit gekauften Klicks hochziehen möchte, damit meine Werbepartner mehr bezahlen. Das ist aus einem Grund schon mal kompletter Unsinn, weil Werbepartner nicht dafür bezahlen, wie ein einzelnes Video performt. Macht vorher einen Preis aus, die Werbepartner richten sich an deine Kann sein, aber es gibt auch öfter so einen CPM-Deal. Ich hatte zum Beispiel letztens einen Deal. Ich hatte gar nichts. Ich möchte nichts über meine Deals preisgeben. Aber also manchmal hast du vorher schon eine Fixsumme oder du machst es so, dass du einen Rahmen hast und du hast einen Tausender Kontaktpreis, einen TKP. Das heißt, für jede 1000 Aufrufe bekommst du Summe X und dann ist natürlich schon wichtig, dass du da mehr Klicks drauf hast. Aber ja, keine Ahnung, also ob das dann wirklich sinnvoll ist, weil da machst du dich ja dann
doppelt strafbar, wenn du denen auch noch, wenn du die dann auch noch scamst, wenn du nicht nur YouTube scamst und deinen Kanal riskierst, sondern auch noch den Werbepartner scamst. Ja. Durchschnittliche Reichweite, die du hast. Es ist dann vollkommen egal, wie ein Video performt oder nicht, weil als Influencer hat man da überhaupt keinen Einfluss drauf. Die meisten Placements sind fixed. Anyway, lustiger Fun-Fact, da ich ja angeblich Placement-Videos botte, einer meiner schlechtesten Videos auf meinem zweiten Kanal ist ein Full-Placement-Video mit Adidas. Und mit denen habe ich vor 2 Monaten noch zu EM zusammengearbeitet. Ich bin drüber hinweggekommen, Haptik. Dann kommt Haptik daher und benutzt als zweites Argument, dass ich das ja für Videos gemacht habe, die schlecht performen. Kann ich aber auch easy widerlegen, hier sind 2 Videos von der Europameisterschaft, die gut. LOL! Okay. Also das sieht weird aus. Es könnte aber auch tatsächlich, es könnte Algorithmus sein. Es muss nicht Algorithmus sein. Na, das ist zu stetig, die Linie. Na, das ist nicht Algorithmus. Weil ich habe das auch manchmal bei ein paar solchen Videos, da geht das rauf und dann irgendwann ist es entweder wieder relevant oder es wird einfach so gepusht. Komplett ohne Grund. Ich hatte damals ein Video, ich weiß gar nicht mehr, welches das war, über irgendeine Firma war das. Und das ist einfach so, irgendwie so ein Jahr danach ist es voll in den Trend gekommen und das war dann unter meinen, du hast immer in den letzten 48 Stunden deine Aufrufe. Das war einfach Nummer 1. Es war einfach Nummer 1 und alle Leute kommentieren, what the fuck, warum wird mich das vorgeschlagen, what the fuck, warum hat Kaiser keinen Bart mehr und sowas. Ja, Entschuldigung, dass ich damals jünger war. Aber dann sieht das normalerweise so wupp aus und dann flacht es so ab. Also es sieht ungefähr so aus, aber ich glaube, es geht nicht so zack. Oder von wann ist das? Na, das ist erste 24 Stunden. Nein, das kann nicht sein. Ich dachte, das ist jetzt mehrere Tage alt. Sorry, da habe ich nicht geschaut. Performt haben, auch da sind Botklicks draufgekommen. Und ich habe sogar hier noch einen Schalke-Stadion-Vlog aus der vorletzten Woche. Da sind irgendwie auch random 7000 indische Klicks drauf. Oder I don't know, wo die herkommen, Mann. Kein Plan. Wahrscheinlich sitze ich zu Hause und denk mir, oh geil, Digga, jetzt Social-Media-Reichweite steigern. Erstmal 7000 Klicks für Stadion-Vlog kaufen, Bruder. Dann stehen da 140 statt 130.000 Klicks. Das wird mir auf jeden Fall weiterhelfen. Wie gesagt, ich kann euch natürlich nicht belegen, dass ich keine YouTube-Klicks gekauft habe. Ich weiß nicht, wie ich das tun soll. Das ist Aussage gegen Aussage. Aber ich biete euch hier einfach an, einmal einen kompletten Einblick in mein Dashboard, welche Videos betroffen sind, welche... Alle betroffenen Videos habe ich jetzt gezeigt, zufälligerweise alle rund um die EM-Zeit. Was hat das mit der EM-Zeit auf sich? Nicht betroffen sind. Und dann könnt ihr euch selber ein Bild machen, ob es logisch ist, dass ich auf meinem Zweitkanal, der übrigens rein umsatztechnisch bei mir auf dem 5. Platz ist, also ist eigentlich nur mein 5-Kanal, der Kanal ist wirklich nur dafür da, dass ich, wenn ich mal ins Stadion gehe, meine Kamera mitnehme. Platz 1 ist bei mir Twitch, auf Platz 2 ist mein Main-YouTube-Kanal, Platz 3 ist mein Stream-Highlight-Kanal, auf Platz 4 ist @broski und auf Platz 5 kommt dann dieser Zweitkanal. Müsst ihr einfach für euch selber entscheiden, wie sind... Der Broski-Kanal ist meistens sogar ein Plus-Minus-Ding, da Stadion-Tickets plus Anreise zu nur in den seltensten Fällen nicht mit den YouTube-Einnahmen, sich mit den YouTube-Einnahmen rechnen. Okay. Ich weiß nicht, wie viel macht er, wie viel Aufrufe macht er da auf seinem Broski, Bro-Skifahren. Na, da macht er so Ski-Content und so, ist cool. Wirklich wahr? Ja, okay. Wie viel kostet so ein Stadion-Ticket zu so einem EM-Spiel? Das ist sicher schon teuer, ne? Und er wird ja auch nicht irgendeins nehmen, sondern er wird möglichst weit unten sitzen wollen. Ja, wenn du da so, wie viel haben wir da im Schnitt? Sagen wir so 130.000 Aufrufe im Schnitt, wenn du das so rechnest. Ja, das wird sich nicht ganz rentieren, das stimmt schon. Sinnvoll, dass dann ist, genau für den Kanal dann ab und zu mal einen Stadion-Vlog irgendwie hoch zu botten, um teilweise 7.000 Klicks, teilweise 8.000 Klicks. Ah, scheiße. Jetzt war ich zu langsam, sorry. Hab gerade von meinem Hogley gesippt. Haptik hat natürlich gekonnt, die beste, im besten Stile des Framings, das am stärksten betroffene Video gezeigt. Ja, natürlich. Da muss ich dazu sagen, es macht Sinn, dass du das am stärksten betroffene Video zeigst, aber wenn es mehrere gab, dann wäre ich an Haptics Stelle einfach alles durchgegangen und hätte mir alle rausgesucht, weil das macht ja ein viel besseres Bild. Und eben dann auch bei dem Video, was Haptic genannt hat, um 90.000 Klicks, 60%, wir haben ihn entlarvt. Auch da, ey. Ich spiele da gerne mit offenen Karten. Ich leugne das nicht. Haptic hat da 1:1 einen realen Screenshot. Und ich kann natürlich verstehen, dass wenn man das als Zuschauer sich denkt, okay, alles klar, Ladies and Gentlemen, we got him. Er hat die Klicks gekauft. Aber
Und das ist meine große Frage. Du hast doch selber in deinem YouTube-Video gezeigt, wie einfach es ist, Klicks für andere Leute zu kaufen. Letzte Woche ist das Thema übrigens auf Twitch auch hochgekocht und da ist dem Streamer Merl das hier live passiert. Das ist der größte Beweis, aber kein Sch... Warte mal, der Streamer Mert wurde live auf 45k Live-Zuschauer von einer unbekannten Person gebottet, als er im Stream mit anderen Streamern über genau dieses Problem gesprochen hat. Lol. Das ist aber nicht cool, wenn man das macht. Also ich weiß, das macht da jemand so, um halt einen Point zu proven, aber wenn du das machst, dann riskierst du auch einfach, dass er weggebannt wird von der Plattform. Was er halt da machen muss, er muss direkt Twitch kontaktieren. Yo, by the way, ich wurde gerade live gebottet. Ihr könnt das nachschauen an dem VOD. Ich habe da nichts gemacht währenddessen. Aber es ist halt trotzdem scheiße. Oh, ich schwöre dir, siehst du das? Siehst du das, Chat? Seht ihr das oder nicht? Seht ihr das oder nicht? Guck mal, bitte. Ey, sofort, die sollen sofort in den Stream reinkommen. Es ist gerade live, es passiert gerade live. Es ist so ein krasser Beweis. Ich hab euch so gefragt. Also ist Mert jetzt auch ein Live-Streaming-Botter? Ja? Bisschen schwammig die Argumentation. Damit wollte ich jetzt erstmal einleiten, dass ihr da auf dem neuesten Stand seid. Und holy shit, jetzt wird's spicy. Stiller Borderliner spendet 15 Euro auf entspannten Johannes. Borderliner. Dankeschön. Also ich würde, by the way, wenn ich botten würde, dann würde ich Folgendes machen. Dann würde ich auf allen Videos, ich weiß nicht, wie einfach das dann geht, aber ich schätze mal, es geht dann relativ einfach, auf allen Videos gleichmäßig botten. Am besten Zuschauer aus Deutschland, weil das am meisten Sinn macht. Ne? Kostet dann zwar mehr, aber das ist ja dann auch, naja, dann riskierst du nicht, dass dein Kanal irgendwie weggebannt wird oder so. Und dann fällt das ja auch nicht auf. Ne? Dann fällt das nicht auf. Und ich hatte damals auch Gespräche mit jemandem und der hat dann auch gemeint, naja, da kannst du ja dies und das und jedes machen. Und das Problem ist, es gibt zum Beispiel solche Playlisten, ne? Es gibt solche Playlisten und in so einer Playlist war mein Video ja auch mal drin. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt oder nicht. Ich habe dazu mal ein Hauptkanalvideo gemacht und sowas. Kauft YouTube Deutschland. Kaiser kauft Klicks. Zacko Marco. Da, das da. Und da waren voll viele YouTuber drinnen. Hier, Dena, ist es Dena? Ich glaube, Dena, Julian Bam, Alpaka Kevin, Knossi und sowas. Da waren so viele Leute waren in dieser Playlist drinnen. Und das war quasi die Argumentation, naja, wenn du in der Playlist drinnen bist, dann ist es deswegen, damit du Bots auf diese Playlist haust, die dann deine YouTube-Videos durchschauen und sowas. Und das Witzige war, ich habe dann in diese Playlist oder in meine Statistiken geschaut. Ich weiß nicht, ob ich das hier irgendwie rausfinden kann oder so. Ich meine, das ist jetzt nicht auf dem Kanal passiert, aber Alter und Geschlecht, warte mal ganz kurz, ich schaue hier kurz Inhalte, weil da ist dann gestanden, du kannst nämlich nachschauen, von wo die Leute auf dich zugreifen. So, sogar den Zuschauer zu deinen Videos, mehr Anzeigen, externe, Abspanne, Shorts-Feed, ein Aufruf, wie ist das möglich, Shorts-Feed, ich habe noch nie ein Video gepostet. Na, schau dich an, warte mal, das ist letzte 28 Tage, ich mache mal seine Erstellung. Seiten mit deinem Hashtag, 2, Shoutout, Infokarten, Produktseiten. Ist da irgendwo Playlist oder sowas? Playlists, da. 900.000. Weil es gibt ein paar Leute, die machen dann Playlists, ne? Das sind zum Beispiel in meine, kann ich da draufklicken? Das sind zum Beispiel dann Videos von mir drinnen. Da, Uploads von Kaiser Live. Ah, okay, das ist eine Playlist. Videos, Kaiser Live True Crime. Shoutout, da hat jemand einfach eine Playlist gemacht mit all meinen True-Crime-Videos, weil ich dafür zu faul bin und das hat 300.000, Impressionen sind das, 49.000 Aufrufe davon, holy shit. Da hat noch wer andere eine Playlist gemacht, Rose Broad Podcast, HG. Shoutout, Kaiser True-Crime. Naja, da ist halt nicht diese Playlist drinnen aufgeschienen, was halt irgendwie das Problem war. Dementsprechend glaube ich, dass YouTube die Klicks gar nicht gezählt hat. Stiller Borderliner, dankeschön für die 15 Euro. Stiller Borderliner schreibt, danke für deine Videos. Shoutout, es freut mich, dass du am Start bist. Und ja, dann gehen wir jetzt zum Spicy-Part. Haptic Rush ist nämlich ein eiskalter Lügner. Und das hat er in seinem Video mehrmals ganz stolz zum Besten gegeben. Also ich habe ja schon viel auf YouTube gesehen, dass Leute so Storys so ein bisschen abändern, dass sie besser dabei wegkommen. Aber der Mann, der hat's auf ein neues Level gebracht. Und Grüße gehen raus an alle Twitch-Streamer, die händeleckend auf sein Video reagiert haben, mich zum Hurensohn der Nation erklärt haben, ohne mal wieder auf ein Gegenstatement zu warten. Safe. Also wir haben auf das Video reagiert, aber ich hab's gar nicht erst gepostet, weil ich habe gehört, es kommt ein Statement und ich habe gedacht, ich schaue zuerst, ob das Statement
was langt. Und dann kann man immer noch drauf eingehen. Kuss, danke. Ich weiß jetzt, wem ich in dieser Szene vertrauen kann und wem nicht. Und auf wen ich in Zukunft spucken werde. Immer Reichweitenverantwortung und so, aber da werden wir im Verlauf des Videos auch nochmal drauf eingehen. Nicht, dass morgen bei einem von euch die Polizei im Wohnzimmer steht. Ja. Da war ja was. Haptic baut seine komplette Argumentation so auf, dass er mich damit im Privatchat konfrontiert hat, dass er sagt, hey, schau mal hier, ich habe da zwei Videos von dir und von den Teasys, da liegen gekaufte Klicks drauf, könntest du mir bitte dein Dashboard zeigen, damit du das widerlegen kannst? Das ist tatsächlich komplett gelogen. Ich war nämlich derjenige, der als erstes zu Haptic Kontakt aufnehmen wollte, nachdem er nämlich seinen zweiten Tweet verfasst hat, diese richtig komisch geschriebene Antwort. Jedenfalls, Haptic hat das so dargestellt, als wäre er super kommunikativ in der Sache gewesen und ich hätte einfach nur versucht, mich da rauszureden und das stimmt einfach überhaupt nicht. Ich habe proaktiv versucht, Kontakt zu Haptic Rush herzustellen, nachdem er diesen zweiten komischen Tweet verfasst hat. Ihr habt nämlich nach diesem Tweet jemand aus meinem alten YouTube-Netzwerk geschrieben, mit dem ich immer noch im guten Austausch bin und der hat mir so mehr oder weniger geschrieben, ey, was ist denn da los? Ich habe gesagt, hey, du bist doch gut vernetzt, hör dich mal um, wenn du Kontakt zu dem hast, vielleicht kannst du da was herstellen. Und das ging auch relativ schnell. Kontakt wurde hergestellt, aber Haptics erste Bedingung war, nicht persönlich mit mir zu schreiben. What the fuck? Warum? Haben die zwei Beef oder warum? Es ist doch safe kein Einzelfall in der Szene. Ich weiß nicht, ob die beiden Beef hatten vorher oder nicht. Also wenn ich... Das ist ja das Ding. Wenn ich der Meinung bin, dass ich weiß, dass jemand Klicks kauft, was er in dem Fall, oder er hat, er sagt, er hat nicht die Klicks gekauft, aber es sind auf jeden Fall gebottete Klicks auf dem Video und ich bin davon überzeugt, ist gut und schön, dann kann ich ja auch einfach ihn anrufen und mir das halt anhören oder kurz mit ihm schreiben oder sowas, weil was bringt es, wenn ich halt mit wem anderen schreibe, der einfach nur das kommuniziert, was Gamer Brother in dem Fall quasi ihm sagt, weil dieser andere Typ, der in seinem YouTube-Netzwerk war und der einfach nur Kontakt mit ihm hatte oder hat, der kann ja jetzt irgendwie nichts anderes machen, außer genau das an ihn weitergeben, was da schon passiert ist. Die hatten davor nichts miteinander zu tun. Okay. Wack. Ja, nice. Hey, Haptic, du, was halten wir eigentlich davon, wenn wir die Gegenseite nicht anhören und einfach wild irgendwelche Sachen in der Öffentlichkeit raushauen? Sag du uns das doch gerne, ist dir ja auch schon mal passiert. Er hat mir vorgeworfen, dass ich einen Reverse-Boosted-Account auf dem PC habe, mit dem ich zusammen Lobbys suche, den dann rausschicke, sodass ich seine Lobbys übernehme und quasi schlechte Gegner habe. Hat er mir einfach so vor Leuten vorgeworfen. Einfach so aus dem Nichts, als könnte man es machen. Und da Reverse-Boosting bedeutet, dass du eigentlich ein guter Spieler bist und mit guten Spielern gematcht wirst, aber du spielst absichtlich schlecht, damit du in schlechte Lobbys kommst, damit du gutes Gameplay drin aufnehmen kannst, damit du da richtig rasierst in den Lobbys. Muss man halt vorsichtig sein, weil das haben 1500 Leute geliked, dann haben es mindestens 10.000 gesehen, wenn man sich hier mit Dings auskennt. Einfach so, ganz verantwortungslos sagt er das, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt, was eindeutig nicht stimmt. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich es nicht mache. Ja, nee, scheiße, ne? Wenn man zwei unterschiedliche Sachen macht. Wenn man online so quatscht, aber privat eigentlich so ist. Aber das zieht sich bei dir ja noch durch. Werden wir gerne noch in diesem Video ein paar Mal aufdecken. Ich hab meinem ehemaligen... Das ist halt schade, weil ich habe das auch manchmal gehabt, dass ich irgendwelche Sachen gehört habe oder irgendwelche auch Fakten belegt gesehen habe, nur halt ohne den Kontext dazu. Und dann haben mir die Leute geschrieben, so, yo, kann ich das ganz kurz mit dir abklären oder dies und das und jenes? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann, weißt du, was machen wir dann damit? Soll ich irgendwie da, also bringst du da selber ein Video, soll ich da drauf reagieren oder so und dies und das? Also es gibt immer mehr als nur das, was halt öffentlich ist, das ist ganz klar. Und ab einem gewissen Part kannst du dir dann auch selber so deinen Teil denken. Ich würde mir auch an Haptics Stelle denken, okay, Gamer Brother hat wahrscheinlich auf den Videos gebottet, so, weil das ganz einfach so die Annahme ist und die wurde hiermit bestätigt in dem Sinne. Natürlich weiß man nicht, ob er das war, aber sein Argument, das hat er ja auch gesagt, sein Argument war quasi in dem Video. Okay. Warte, wie viel hat er gesagt? Er ist dann auf irgendwelche Seiten gegangen und hat gesagt, wie viel kostet das da, wenn man so Klicks kauft? 100.000 pro Tag. Die werden auch sofort innerhalb zwei Stunden geliefert. 100 bis 500.000 internationale Views. 100.000 Klicks normal. Ja, okay, 300 Euro. 300 Euro. Und da war quasi dann das Argument, warum sollte jemand anderer 300 Euro dafür ausgeben, dass dein Video besser performt? Was Sinn macht? Mitarbeiter dann direkt geschrieben, hey, hast du Dashboard-Zugriff? Auch übrigens ein sehr nicer Opener für so ein Gespräch. Ein ehemaliger Mitarbeiter hatte keinen Zugriff mehr und dann habe ich pro... Aber wer ist jetzt Tobi? Er ist Tobi? Gamer Brother? Er schaut aus wie ein Tobi. Hey Tobi, Cem hier.
Hast du Dashboard-Zugriff? Weißt du, wie seine Analytics aussehen? Nee, okay. Möchtest du kurz in den Call mit mir und den Bildschirm übertragen? Also ja, geht um indische YouTube-Klicks. Na klar, kein Thema. Warte, ich kann dir eine Bildschirmaufnahme machen. Proaktiv gesagt, ey, ich such dir die Login-Daten. Ja, mach, wenn er mich dann endlich in Ruhe lässt. Was ist deine Mail? Zwischendurch ist übrigens Haptic schon von seinem Vorwurf abgewichen, dass es bei mir um meine Twitch-Zahlen gehen würde. Das hieß es ja ursprünglich auf Twitter. Jetzt ging es um meine YouTube-Zahlen. Um euch da mal so ein bisschen Kontext zu geben, an diesem Tag saß ich bereits 4 Stunden im Auto, bin von Herne nach Mannheim zu den Teasys gefahren und dann haben wir ab Mannheim einen IRL-Stream gestartet. Wir sind nämlich nach Italien zur Formel 1 in Monza gefahren, waren dann bummelig den Tag so roundabout 14 Stunden im Auto unterwegs. Währenddessen lief diese ganze Scheiße. Bist depp, oder? Und auch währenddessen, obwohl ich... Also 14 Stunden im Auto, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Ich bin auch schon oft nach Italien gefahren, aber von Österreich aus, obviously, und dann auch nur so, weißt du, hier irgendwo nach Venice, nach Ding oder nach Graz oder sowas, und da fährst du dann 5 Stunden. Aber auch dann, Bruder, dann stehst du auf der Raststätte, steigst du aus und dann knacken die Knie erstmal. Boah, gar keinen Bock drauf. Gar kein Bock. Live war und gerade definitiv Besseres zu tun hatte, habe ich einer Person, mit der ich... Oh, der Stream hängt? Och, das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Jetzt nicht mehr? Okay, ich hoffe, dass auf YouTube alles passt. Vorher noch nie Kontakt hatte, noch nie interagiert habe. Ich habe nicht mal ein scheiß Video von dir länger als 2 Minuten geguckt, weil mich Call of Duty nicht interessiert. Habe ich meinem ehemaligen Mitarbeiter gesagt, nimm das Dashboard, geh mit ihm einen Discord-Call, ich habe nichts zu verheimlichen, leb dich aus. Nach einer Viertelstunde kam dann die Antwort, oh, ich meine gar nicht den Hauptkanal, ich meine den Zweitkanal, der ist auffällig. Währenddessen hat mich übrigens mein ehemaliger Mitarbeiter darauf... Genau, Berechtigungen verwalten. Es gibt da verschiedene Leute, das habe ich nämlich gemeint, schau, der Peter Gauss mit dem Daumen hoch Emoji. Du kannst dort Leute für deinen Kanal einstellen, die gewisse Rollen haben. Ich habe das bei meinem Kanal gar nicht, aber ich könnte zum Beispiel einstellen, dass irgendjemand von euch, ne, der kann auf meinen Kanal gehen und kann alles sehen, aber nichts verändern. Oder er kann alles sehen, außer die Einnahmen oder bestimmte Daten und dies und das und jenes. Das kannst du so individuell einstellen. Und das ist halt cool dafür, wenn du zum Beispiel einen Manager hast, der dir Placements klärt. Weil dann braucht er nicht immer abklären, Was soll das bringen? Naja, dann braucht er dich immer abklären, wenn er mit deiner Firma in Kontakt steht, yo, wir bräuchten jetzt die und die Statistik von den letzten 28 Tagen oder sowas, ne? Und dann kann er das einfach so anschauen, ohne dass er dann jedes Mal ihn nerven muss. Ja, ich weiß nicht, warum da jetzt 5 oder 6 verschiedene Leute das haben, aber okay. Ich habe hingewiesen, dass es auch ein indisch gebottetes Video auf meinem Main-Kanal gibt. Irgendein random FIFA-Pack-Opening-Video, Digga. I don't know, Mann. Selbst da habe ich geschrieben, keine Ahnung, wo das herkommt. Kannst du auch das zeigen. Ich habe nichts zu verheimlichen. Dann kam er aber, nee, ich möchte deinen Zweitkanal sehen und hat eine komplette Psychose geschoben. Tobi, ich bitte dich, wenn er dir keine Login-Daten gibt, sollte dir das zu denken geben. Ach so, warte mal, Tobi ist... Okay, warte mal, das ist der Chat zwischen Tobi, seinem Kollegen und ihm. Und diese Nachricht wurde weitergeleitet von Haptic Rush an ihn, an den Tobi. Und Haptic Rush hat dann Tobi geschrieben, Tobi, ich bitte dich, wenn du dir keine Login-Daten gibst, sollte dir das zu denken geben. Er hat dann drauf geschrieben, so, Bro, also scheiß auf ihn, ganz ehrlich, was denkt er bitte, wer er ist, Alter? Er sitzt, und dann Haptic Rush hat geschrieben, er sitzt seit 10 Minuten am Handy und sagt kein Wort im Stream. Er konnte dir in 10 Minuten keine Daten zusenden. Weil ich es mir rausgenommen habe, nicht irgendeinem Random, mit dem ich noch nie interagiert und gesprochen habe, einfach meine kompletten Zugangsdaten für meine Kanäle zu geben. Daraufhin hat er mich, und das muss man fairerweise dazu sagen, weiterhin... Ja, das würde ich auch nicht machen, das würde ich bei ein paar Leuten machen. Aber auch nur, wenn es wirklich um sowas geht, keine Ahnung, so einem Rezo oder sowas vertraue ich oder einem Alpha Kevin, da kann das von mir aus, wenn es um sowas geht, kann er meine Insights haben und dann kann er das machen. Ich meine, ich kann auch einfach meine Insights zeigen, so ist es nicht, aber wenn man mir dann nicht glaubt, you know, dann kann man das so als vertrauenswürdige Quelle. Gib mir deine Login-Daten, weil sonst weiß ich, dass du bottest. Fuck. Emotional unter Druck gesetzt, quasi erpresst, über eine dritte Person in einem WhatsApp-Chat, für die das komplett unangenehm war, während... Verstehe ich, gibt's hier kein richtig oder falsch. Hätte auch nicht gedacht, dass ich jetzt so mit drin hänge. Wollte dir eigentlich nur sagen, was ich weiß. Ja, alles gut, tut mir mega leid. Das ist auch todesunangenehm für dich. Ich am Stream war. Da sind solche Nachrichten gefallen wie, oh, er sitzt seit 10 Minuten am Handy. Nein, ich zwinge ihn auch zu nichts, wo
wo hat er das her? Und 30 Minuten am Handy sitzen, ohne die Login-Daten zu geben, aber dann zu schreiben, dass man sich erst nach dem Urlaub bei einem meldet, ist die eigentliche Respektlosigkeit. Ja, das Ding ist halt, ich verstehe ja ihn, er ist da auf der Seite, okay, ich möchte das sehen und dann, und weißt du, und du kannst mir das ja auch einfach schicken und bla bla, ich verstehe, dass das halt abfuckt, aber respektlos ist es halt dann irgendwie den anderen Typen da so dementsprechend zu nerven und sowas. Er kann sich gerne heute bei seiner Community und seinen Werbepartnern öffnen und Courage zeigen. Er kann wenigstens den Anstand besitzen, sich selbst mit der Überbringung der Wahrheit zu beschäftigen. Das ist Täter-Opfer-Umkehr wie aus dem Lehrbuch und braucht gar nicht damit anzufangen. Er will nicht, dass ich den Kontakt weitergebe. Den Kontakt zu Haptic oder was. Das ist halt so dumm. Warum möchte Haptic nicht mit ihm sprechen? Das wäre doch viel besser. Das wäre auch viel krasser. Das ist dann nicht so, yo, ich habe mit einem Kollegen von Gamer Brother geschrieben, sondern ich habe mit Haptic geschrieben, Ich habe mit Gamer Brother persönlich geschrieben und er wollte mir das nicht zeigen. Das klingt ja auch viel besser. Ja, und kann man nicht eben kurz die Login-Daten schicken? Bruder, bist du Barack Obama oder was? Was willst du von meinen Eiern? Was willst du von meinen Login-Daten? Wir hätten uns die ganze Scheiße sparen können, hättest du... Rein theoretisch kann der Chat auch einfach gefälscht sein. Ja, 100%. Ich wüsste nicht, warum man den Chat jetzt fälschen sollte und nicht die Klickzahlen nicht. Aber natürlich, ja, Chats können immer gefälscht sein. Ich meine, wir werden es herausfinden. Wir werden dann auch noch das Video von... Heftig sehen, also seine Antwort drauf, ne? Du aufrichtig gesagt, hey, hör mal zu, ich habe 2 Screenshots von deinem YouTube-Kanal, wo Aufrufe da sind, wo sie eigentlich nicht sein sollten, und wir hätten das innerhalb von 5 Minuten geklärt und wir hätten kein Problem gehabt. Du hast aber irgendwie deine Gotteskomplex-Psychose geschoben, hast angefangen, mir irgendwelche Drohungen zu schreiben, und weil ich wirklich dich loswerden wollte, weil du mir so auf die Eier gegangen bist, hab ich dir sogar ein 3-Minuten-Screen-Recording geschickt, wo man sieht, dass 0,9% meiner Klicks auf meinem Zweitkanal aus Indien sind. Ich bin seit der ersten Stunde da komplett transparent mit dir umgegangen. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt. Das ist interessant, weil das hat er nicht erwähnt. Ist das so da, als hätte ich irgendwie gezielt versucht, mein Türkei-Fliegt-Raus-EM-Stadion-Vlog zu verheimlichen, weil du sagst ja in deinem Video... Das hier. Hauptkanal Gamer Brother gezeigt und die letzten 28 Tage und ich bin sofort dazwischen gegangen und habe gesagt, hör zu, das brauche ich nicht. Ich brauche genau das Video auf dem Zweitkanal, genau das, was ich auf Twitter angesprochen habe. Ja, da hast du nur einen kleinen Fehler gemacht, weil das Video hast du niemals mit mir kommuniziert. Das wurde das erste Mal angesprochen, als du deinen Tweet dann abgesetzt hast, wo du den Screenshot gepostet hast. Also einen Tag später, warte mal. Welchen Tweet meint er jetzt? Einen Tag später. Ich wusste bis dahin nicht mal, welche Videos er von meinem Zweitkanal haben will. Ich habe ihm in der Transparenz halber einfach mein komplettes Dashboard letzte 28 Tage plus Zeiterstellung geschickt. Ja, okay, das macht Sinn. Ich meine, wenn du keine... Ach so, den Tweet, wo er geschrieben hat, so, yo, by the way, Haptic Gamer Brother kauft Klicks. Wenn nicht, dann kannst du ja einfach die beiden Videos hier zeigen. Na, das war der Tweet. Und jetzt müsst ihr nochmal so ein bisschen für euch entscheiden, ob das so krass verdächtig ist, dass ich nicht random einer Person meine ganzen Dashboard-Zugriffe geben will, die erst behauptet, ich kaufe Twitch-Klicks, dann für YouTube, und dann doch nur der Zweitkanal, mit der ich noch nie vorher was zu tun hatte. Ja. Boah, muss ich crazy was zu verbergen haben. Außerdem sagst du in deinem Video das hier. Dass das Video nach der Veröffentlichung deutlich schlechter performt hat als der Durchschnitt. Jeder YouTuber weiß, wenn ein Video so beginnt, wird es sehr unwahrscheinlich groß empfohlen und wird auf lange Sicht einfach runtergehen. Hier zum Beispiel ein schlecht performendes Video von mir. In den ersten Stunden lief es katastrophal, sodass jeder YouTuber weiß, dass das Video auf lange Zeit einfach so performen wird. Das ist übrigens von meinem Adbroski Show-Kanal. Ed Broski Show. Eines der erfolgreichsten VODs, was es auf diesem Kanal gibt. So am ja, okay, das ist, ja, das macht so auch Sinn. Also im Grunde genommen, das stimmt schon. Im Grunde genommen stimmt das schon, wenn ein Video scheiße performt, dann wird es wahrscheinlich auch weiterhin scheiße performen. Ich habe auch solche Videos, die sind underperformer, dann sind sie auf einmal voll overperformer und dann stürzen sie erst recht wieder ab, weil es keinem mehr interessiert. Es kommt dann immer auf die Aktualität auch an, ne? Ich meine, es ist ja gerade bei meinen Videos so oder bei so Meinungsblogs oder sowas so, dass du zum Beispiel ein Video gemacht hast über, weiß ich nicht, Julian Zietlow. So, dann geht es erstmal voll in die Höhe und dann flacht es langsam ab, weil es nicht mehr aktuell ist. Dann auf einmal ist es wieder aktuell, weil Julian Zietlow wieder irgendeine Scheiße baut. Dann steigen die Klicks wieder und dann flacht es wieder ab und sowas. Und so geht es immer weiter. Sammy, dankeschön für die 100 Bitterinios. Dein neues Video ist eine 10 von 10. Dankeschön, sehr lieb für dir. Was ich nicht verstehe, warum behauptet man sowas, wenn es nicht stimmt? Das will mir nicht in den Kopf. Was meinst du, das mit der Aufrufkurve? Also ja, es gibt Ausreißer-Videos, die sind dann anders, das ist klar, aber so wie er das
den Punkt muss ich ihm geben, in dem Kontext zu dem Video, so wie das performt hat, macht das absolut keinen Sinn. Und das waren offensichtlich gekaufte Klicks, so. Ersten Teil komplett reingeschissen. Grüße. Der nächste Punkt, der mich aggressiv macht, ist, wie du meinen Manager online darstellst und generell die Kommunikation mit uns als Gegenpartei. Ich würde dir übrigens gerne mal wieder einen Clip von dir einblenden, wie du möchtest, dass mit dir gesprochen wird. Jede andere Meinung als die vom Hund ist für ihn falsch und wird nicht toleriert. Ja, man sollte halt in ein Gespräch gehen mit dem Gedanken, dass es die Möglichkeit gibt, dass der andere dir etwas Neues beibringt oder deine Meinung ändert. Man sollte nie damit reingehen, dass man denkt, ich habe recht, der andere nicht. Tja. So hast du mit uns übrigens die ganze Zeit nicht geredet. Das Einzige, was mein Manager, den du ja liebevoll Goofy nennst, gemacht hat, ist, dich darauf hinzuweisen, dass du nicht einfach im Internet behaupten kannst, dass irgendjemand Klicks gekauft hat ohne Beweise. Der ist übrigens immer noch nicht geliefert, Bro. Haust einfach irgendeine Vermutung raus, geilst dich an meinen 0,9% seit Erstellung auf meinem Zweitkanal auf und kackst einfach komplett ohne Verantwortung in die weite Internetwelt, dass ich mir YouTube-Klicks kaufe. Ja, und damit machst du... Das Ding ist halt, ja, ich verstehe. Ich verstehe. Es könnte jetzt auch einfach irgendjemand auf meinen Kanal Klicks kaufen, so wie das damals war. Junge. Stiller Bordeliner spendet 20 Euro auf entspannten Johannes. Dankeschön, eine Sekunde. So wie das damals bei mir war, ich wüsste, auf welchem Video das war. Da hatte ich unter irgendeinem Video, aber nicht nur ich, Alpha Kevin hatte das auch und ich weiß nicht, ob das bei anderen nicht auch war, hatte voll viele holländische Kommentare. Einfach voll viele Leute, die irgendwas geschrieben haben, was ich nicht verstanden habe. Auf einmal, ne? Und dann kriege ich halt so eine Benachrichtigung, Adlerson hat irgendwas kommentiert, ne? Weil wenn ein großer YouTuber was kommentiert, dann kriegst du manchmal so eine extra Benachrichtigung, so Dings. Und er ist so, yo, warum hast du so viele holländische Kommentare? Und ich so, the fuck, keine Ahnung. Und dann bin ich so auf neueste Kommentare gegangen und das war wirklich so vor einer Minute, vor 4 Minuten, alle haben irgendwas geschrieben. Und ich so, what the fuck? Aber es war nur bei einem Video. Und dann habe ich sogar meinen Partner-Boy von YouTube, habe ich angerufen und habe so gesagt, so, yo, by the way, ich weiß nicht, was das ist, aber kann man das irgendwie wegmachen, kann man das irgendwie löschen? Und er so, er kann das nicht machen, er hat es hinterlegt, aber wenn ich möchte, kann ich es löschen. Und ich habe mir gedacht, nein, ich lösche es nicht, weil wozu soll ich es löschen? Das pusht sowieso meine Gruppe, dann lasse ich das gleich stehen, oder weißt du, was ich meine? Stört mich ja nicht, wenn das jemand für mich macht. Haha, schau dich an. Na, bei einem Video ein paar Kommentare dazu gebottet, das Video hat sowieso underperformed, deswegen, fuck, Alter, voll blöd. Genau, fix wegen der Donation wurde jetzt schon. Dankeschön für die 20 Euro, Alter. Das ist schon die zweite Donation vom Borderliner. Schöne Grüße aus Salzburg. Ja, okay, macht Sinn. Wenn du in Salzburg wohnst, dann musst du gestopft sein. Na, wirklich, vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Aber das hat Heptik doch auch nie behauptet, dass es um den ganzen Kanal geht. Er hat doch nur gesagt, dass es um vereinzelte Videos geht. Ja, ja, safe. Also es ging generell darum, Gamer Brother kauft Klicks. Und sein Argument ist jetzt erstmal okay, bevor er überhaupt wusste, um welche Videos es geht, hat er ihm die Ding geschickt, dass 0,9% von seinen Aufrufen gebottet waren. Und das kommt natürlich von ein paar Videos, weil das wird keinen Sinn machen, wenn das auf jedem einzelnen Video ist, weil dann bottest du auf jedes einzelne Video, keine Ahnung, 100 Aufrufe drauf oder sowas, das macht gar keinen Sinn. Dementsprechend, ja, also Heptik hat recht mit seinem Video, dass auf Gamer Brothers Kanal gekaufte Klicks sind und auch bei genau den Videos, die angesprochen wurden. Allerdings hat er laut ihm nicht recht damit, dass er das gemacht hat. Machst du dich nach wie vor strafbar? Und genau das hat mein Management dir gesagt. Weil es stimmt. Wisst ihr aber, was das Allergeilste ist, wo wir gerade beim Thema Management sind? Da würde ich auch sehr gerne mal ausholen, denn Jam, also Heptik, erzählt es ja so, als wären wir da komplett nicht transparent gewesen und hätten versucht, irgendwie das unter den Tisch zu kehren. Frag doch mal deinen Manager Markus, wen wir am Freitagabend, nachdem dein Tweet online gegangen ist, direkt angerufen haben. Pass auf, Markus. Warte mal, Darius, mein Manager. Ah, okay, das ist dieser Goofy. nimmt hier Bezug auf ein Telefonat mit Heptics Manager, den wir am selben Abend, Freitag den 30.08., an dem der Heptic-Tweet entstanden ist, gesagt haben, dass wir überhaupt nicht leugnen, von Bot-Klicks betroffen zu sein. Ja, stimmt. Das hat er sogar gesagt, dass quasi von ihnen die Seite ist, dass Bots auf den Videos sind, aber dass sie das halt nicht waren. Wir reden ja aktuell gar nicht mehr über irgendeine Demografie oder Klickkurve oder sonst was. Ich meine, wir haben am Freitag gesprochen, da waren die Jungs ja anwesend, wir saßen alle an einem Tisch. Ich habe dir ja gesagt, dass wir bei ganz wenigen vereinzelten Videos massive Probleme hatten, weil die gut performt hatten. Heptik hat zu dem Zeitpunkt immer noch jegliche direkte Kommunikation verweigert, weshalb wir zu fünf Darius, Heptics Manager Markus, beide Tizis und ich telefoniert haben.
Ja, okay, haben und mehrfach betont haben, dass wir heftig unsere Situation schildern wollen und bereits offen eingeräumt haben, dass die betroffenen Videos vorliegen. Das ist dann halt so scheiße. Das ist dann halt so schlecht von, so schlecht gemacht von Haptic, weil wenn jemand, wenn ich ein Video über jemanden mache, in dem Fall, das ist ja noch nicht mal entstanden oder sowas, ne? Wenn ich über jemanden etwas behaupte, öffentlich, und er kommt dann auf mich zu und sagt, pass auf, ich möchte dir erklären, warum das der Fall ist, und ich sage dann, nein, ich möchte das nicht, sondern das kannst du über wen anderen klären. Was, warum? Weißt du, was ich meine? So, was ist der Grund dafür? Waren im Algorithmus drin, dann wurden die gebottet und sind sofort rausgeflogen. Wir selber sind Leidtragender von dieser Geschichte. Und es betrifft jetzt auch nicht irgendwie 50 und auch nicht 30% oder 20% von den Videos, sondern es betrifft ganz wenige vereinzelte Videos, die deshalb auch krepieren. Das sind meistens auch die Videos, die einfach nicht so gut performen wie die anderen, weil die halt damit komplett aus dem Algorithmus rausfliegen. Wir sind da bereits seit Monaten mit YouTube selber im Austausch. Fix, das hat er in seinem Video sogar erzählt, ja? Google-YouTube kann dagegen nichts machen. Man kann einfach scheinbar hingehen, für irgendein Video Klicks, Views oder wie auch immer man das dann nennt, kaufen. Und das Video ist dann gefixt. Wisst ihr, was das Lustige ist? Ich wette und ich möchte nicht, dass ihr das macht. Also das legit, macht das bitte nicht. Weil ich bin mir sicher, macht euch dadurch auch strafbar, aber irgendwer wird sicher hergehen und wird jetzt einfach auf Haptics-Videos Klicks kaufen oder so. Und dann kommt so der Reverse-Turn. Es schadet dem Video, es schadet dem Algorithmus. Wir haben jedenfalls den direkten Kontakt zu deinem Management gesucht und haben ihm direkt die Situation geschildert. Wir haben mit 4 Leuten in einem Anruf gesessen. 5. Und von vornherein gesagt, hey Markus, hör mal zu, es gibt Videos auf unserem YouTube-Kanal, die haben ausländische Klicks, da sind wir gebottet worden, aber wir waren es nicht selber. Kannst du bitte einen Kontakt mit Haptic herstellen, damit wir das aus der Welt schaffen können? Und danach, sagst du, war die Konversation so. Ich habe mit ihm direkt geschrieben und das Gespräch lief ungefähr so. Du verstehst es falsch. Zeig mir die 2 Kurven. Das kann rechtliche Konsequenzen für dich haben. Zeig mir die 2 Kurven. Wenn ich bei den Jungs entschuldigst, kannst du dein Gesicht wahren. Zeig mir die 2 Kurven. Ich gebe dir einen gut gemeinten Tipp. Du bist der falschen Sache auf der Spur. Zeig mir die 2 Kurven. Was übrigens gar keinen Sinn macht, weil du selber Screenshots von unserer Konversation einblendest, wo du einfach halbe Bibeln schreibst, Junge. Markus, dass er den Kontakt zu mir sucht, aber ich die ganze Zeit abblocke, das sieht dann so aus. Also ein Chat über mehrere Tage. Die Konversation war nämlich tatsächlich eigentlich so. So, Chat zwischen Darius, meinem Manager, und Haptic. Haptic, direkter Kontakt / Anruf an die Betroffenen, wurde weiter abgelehnt. Okay. Er wollte Haptic wollte mit seinem Manager reden, aber nicht mit Gamer Brother selber. Das heißt, das hat sein Manager geschrieben. Moin, grüß dich. Ich bin der Meinung, dass man sowas per Telefon besser klären kann, weil ich das Wochenende auch nicht die ganze Zeit am Handy tippen werde, weil wir ja bei der F1 in Monster sind, was auch immer. Bin ich so der Boxing-Fan. Aber wenn du nicht telefonieren möchtest, dann ist das so. Ja, das macht auch Sinn. Ich meine, das würde ich dann auch gut heißen, weil du in einem Telefonat nicht wirklich ausweichen kannst. Wenn ich dann sage, yo, by the way, ich bräuchte jetzt bitte das und das. Ich bräuchte von dem Video einen Screenshot. Das wäre ganz cool, wenn du mir das teilen könntest. Und der schickt mir dann den Screenshot und dann sage ich, ja, okay, aber ich hätte gern was anderes. Man kann ja nicht abblocken oder sowas. Weißt du, was ich meine? Wenn er dann sagt, ja, okay, ich habe die ganze Zeit mit ihm geschrieben und ich habe die ganze Zeit gesagt, zeig mir die Kurven, dann wäre mir das selber viel zu blöd. Und dann würde ich einfach anrufen. Oh mein Gott. Das ist weder konstruktiv noch fair. Ich schätze mal, konkrete Belege dafür vorzubringen mit so einem Verhalten. Hast du damit final jeden Anspruch verbaut, weitere Insights oder Screenshots Recording zu verlangen? Was es zusätzlich unverständlich ist, wir stehen seit Jahren in engem Austausch mit YouTube, also Google, das vollständige Einsicht in all unsere Kanäle und Insights hat. Ein solches Verhalten wie das Kaufen von Klicks würde uns in jeder Hinsicht nur schaden und wir hätten keinerlei Vorteil. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also YouTube merkt das ja. Es ist ja das Problem, dass du nicht ausfindig machen kannst, von wem, also wer das gekauft hat. Du müsstest die Plattform, von der diese Bots kommen, ausfindig machen und dann dort sensible Zahlungsdaten einfordern. Das ist einfach datenschutzrechtlich überhaupt nicht in Ordnung. Also ich meine, ich glaube nicht, dass das halt legal ist, was die da machen, und die würden das sowieso nicht. Die sitzen wahrscheinlich in irgendeinem Hinterzimmer irgendwo. Aber ja, safe. Also es wird nicht wirklich möglich sein, ausfindig zu machen, von wem das da ausgeht. Ist nicht wieder so ein Thema wegen Striken, also kann Haptic jetzt striken wegen den Chats? Ich glaube, wegen dem Chat kann er nicht striken, weil das ist ja etwas, was Gamer Brothers Manager geschickt hat, also dementsprechend, das ist ja nichts von Haptic. Vielleicht wegen den anderen Chats, die davor geschickt wurden, aber ich sag da ganz ehrlich, wenn so ein Video kommt und Haptic da erstmal so zurückgefrontet wird
und er dann strikt dieses, er strikt dann dieses Video, dann glaube ich, wäre das unfassbar schlecht für ihn. Es macht also nach wie vor keinen Sinn. Es macht also nach wie vor. Okay, das haben wir jetzt schon gelesen. Keinen Sinn zu behaupten, die Jungs würden sich selbst Klicks kaufen. Wenn es andere Dinge gibt, die du klären willst, hast du ja meine Nummer. Ah, scheiße. Und jetzt passierst du nicht, hast du ja meine Nummer. Ich habe auch Markus im Vorfeld ebenfalls bereits transparent zu diesen Themen abgeholt. Okay, okay. So, und bevor ich dich jetzt gleich komplett auseinandernehme, kannst du dich bitte bei meinem Management entschuldigen. Dankeschön. Und dann kommt es, der finale Part. Bushido gegen K1. Ein Glockenbeat läuft. Die Leute sind gespannt. Heftig holt zu seinem letzten Schlag aus. Das große Finale, das den ein oder anderen Streamer übrigens so überzeugt hat, so zu reagieren. Die Eichel zusammendrückt, dass man einen durchsichtigen Tropfen hat, der so längliche Fäden ziehen kann. Was? Was laberst du? In was für einem Kontext kann man das anbringen? Kennt ihr diesen Tropfen? Den besagten Glückstropfen? Wisst ihr, welchen ich meine? Ja, kennt ihr diesen Tropfen? Habt ihr schon Erfahrung mit dem Tropfen gemacht? Lasst euch mein gesamtes linkes Bein, warum links? Weil ich Linksträger bin, ist übersät von dieser durchsichtigen Vorspermasuppe. Okay, erstmal heftige. What the fuck, Bruder? Manche Menschen fühlen sich im Internet zu wohl. Cringe heißt es, so auf ein YouTube-Video zu reagieren, wenn man über 30 ist, Familienvater ist und sowas einfach von sich teilt, muss. Ja, aber wie viele Fäden konntest du daraus ziehen? Jeder für sich selber wissen. War auch ganz interessant, weil Haptic ja die Sache online so drehen möchte, dass es niemanden auf dieser Welt geben könnte, der gerne ein paar hundert Euro investieren möchte, um mir zu schaden. Ich bin eine Person des öffentlichen Lebens und ich habe spätestens durch den SWAT-Angriff heute erlebt, wie viele Leute es da draußen gibt, die mir schaden wollen und mich auf dem Boden liegen sehen wollen. Der besagte Typ, über den wir hier gerade sprechen, der hat dann auf deinen letzten Punkt auch nochmal so reagiert. Nochmal? Das schadet dem Video. Macht's gut, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich geh wichsen. Hey Jan, übrigens. Naja, okay, kann man auch machen. Ist auch nochmal für dich, ne? Ey, es tut mir wirklich extremst leid, dass dir nie irgendjemand zugehört hat, als du über unseren Verein Schalke gesprochen hast und ich all das geworden bin, was du Ewigkeiten sein wolltest. Ich weiß, der Stachel sitzt extremst tief. Ich hoffe, du kommst darüber hinweg. Leute aus meiner Community, die mich ein bisschen länger verfolgen, wissen, dass ich mit dem mal vor ein paar Jahren eine Fehde hatte. Das scheint ihn nicht loszulassen. Okay, 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 crazy. Erstmal hier der Front. Aber jetzt so Haptics bestem Argument. Haptic setzt sich einfach hin und sagt, hey, die Jungs behaupten, dass ihnen mit dem Kaufen von Klicks auf ihren eigenen Kanälen geschadet wird. Ich kann das aber widerlegen, weil ich einen Kontakt nach England habe, der im YouTube-Headquarter sitzt und der sagt, das ist nicht so. Gut, dass ich YouTube kontaktiert habe. Und zwar jemanden aus dem UK-Headquarter, der Kontakt zum technischen Team hat. Und ich habe ihn. Okay, jetzt bin ich gespannt. Weil pass auf. Ich habe mich ja mit dem Thema auch befasst. Es kommt darauf an, wie die Klicks auf das Video gekommen sind. Weil du hast eine gewisse Spanne bei deinen Videos. Hier, zack, das da. Übliche Zuschauerbindung. Das ist das Graue. Ne? Übliche Zuschauerbindung. Dieses Video, was war das? Alpha-TikToker verbieten Frauen alles. Zack, das hat besser performt. Hier hast du so ein bisschen so einen Spike. Das bedeutet, hier ist die Stelle öfter mal wiederholt worden. Oder hier hast du einen Spike. Oftmals, wenn du ein Placement drinnen hast, dann geht es hier so wupp runter und dann nach dem Placement geht es wieder rauf. Das heißt, am Anfang vom Video sind 98% noch dabei, ich glaube es auch. Und dann 88% und dann läuft das immer weiter runter und dann gegen Ende des Videos geht das dann ganz runter. Ja, 0% glaube ich auch bei den letzten paar Sekunden. Das hat keiner mehr gesehen. Für wen habe ich da geredet? Ist ja wurscht. Auf jeden Fall, das ist so eine normale Kurve. Wenn ich jetzt mein Video botten würde, dann könnte eine von zwei Sachen passieren. Entweder die Bots, die klicken auf das Video und dann schauen sie vielleicht so 3 Sekunden oder sowas und klicken dann weg, damit das als Klick zählt, aber damit er halt, naja, dann kann er von neu starten, ne? Das resettet sich immer so. Dann hätte ich hier am Anfang eine unfassbar hohe, also so 200-300%, zack, und dann würde es so runter droppen und dann wird es ganz normal weitergehen. Ne? Oder ich habe Bots wie in den Playlisten, das was mir damals vorgeworfen wurde, die diese Playlist durchschauen und das Video ist irgendwie 20 Mal in der Playlist hintereinander drinnen. Was dann passiert ist, der Bot schaut das komplette Video zu 100% und dann hätte ich eine Kurve, also nicht so eine Kurve, die so dem Standard verläuft, sondern ich hätte permanent annähernd 100%. So wird das aussehen.
Das heißt, entweder ich schade meinem Video komplett dadurch, dass halt alle Leute nach 3 Sekunden wegschalten und YouTube denkt sich, das ist ein absolut beschissenes Video, weil wer schaut sich das noch an? Oder YouTube denkt sich, das ist das beste Video auf der gesamten Plattform, weil 100% der Leute schauen das komplett durch. Gefragt, beeinflusst Viewbotting den Algorithmus, dass Kanäle drunter leiden? Seine Antwort ist, nee, nee, das zum Glück nicht. Oh! Oh! Fuck, das ist ja komisch, aber er sagt, er hat YouTube kontaktiert. Okay. Willst du mir also sagen, dein YouTube-Kontakt widerspricht dem offiziellen Webseiteneintrag von YouTube selbst? Bei der Erkennung, ja, ich glaube halt YouTube nicht ganz. Bei der Erkennung von Zielgruppeninteraktionen dient im Empfehlungssystem, also im Algorithmus, die absolute und relative Wiedergabezeit als Signal. Wir raten dir, diese Signale ebenfalls zu beachten. Letztlich sollten sowohl kurze als auch lange Videos erfolgreich sein. Ja, das ist halt theoretisch so. Daher empfehlen wir dir, deine Videos je nach Inhalt in jeweils passenden Längen zu produzieren. Einfach ausgedrückt, für kürzere Videos ist eine relative Wiedergabezeit wichtiger und bei längeren Videos ist die absolute Wiedergabezeit. Okay, anhand der Zuschauerbindung kannst du herausfinden, wie lange deine Zuschauer bereit sind zuzusehen, deine Inhalte entsprechend anpassen. Ich glaube generell, dass YouTube die gute Tipps rausgibt und so. Und ich glaube auch, dass es hier in dem Fall der Fall sein könnte. Ich glaube nur YouTube aus dem Grund nicht. Du glaubst YouTube selber nicht? Ich sag dir warum, weil YouTube sagt auch, dass nicht monetarisierte Videos genauso gut performen oder keinen Impact auf den Algorithmus haben wie monetarisierte Videos. Und das ist der größte Bullshit aller Zeiten. Ich habe das selber mal gemerkt. Ich hatte damals eine Zeit, da ist mein Hauptkanal voll raufgegangen. Da habe ich so einen krassen Algorithmus gehabt und jedes Video, also ohne Spaß, jedes Video, was ich gepostet habe, war gefühlt, hatte mehr Aufrufe als das letzte. Es war einfach so rauf. Und da hatte ich ein Video, das war gelb und das war noch nicht zur Überprüfung freigegeben und sowas. Aber ich habe es trotzdem gelb gepostet, weil ich mir gedacht habe, scheiße, ich muss posten, ich bin im Algorithmus drin, bla bla. Dieses Video, so unten. Das war die Hälfte von den Klicks von meinem schlechtesten Video. Und ich habe mich unfassbar drüber geärgert, weil da steht auch drin in den Richtlinien, ja, das macht gar keinen Unterschied und sowas. Es macht eh Sinn, weil YouTube hat 2 verschiedene Videos. Eins, was grün ist, eins, was ihnen selber auch Umsatz bringt und eins, was gelb ist, was denen gar keinen Umsatz bringt oder so gut wie keinen. Nur durch YouTube Premium. Na, welches werden sie promoten? Das, was grün ist. Aber ja, das ist halt das YouTube-Schönreden und sowas. So, oh, wir promoten alle Videos und sowas. Nein, Scheiß macht's hier. Aber das macht Sinn, das macht Sinn. Botclicks haben keine Viewtime, 20 Sekunden bei Indien. Das ist das, was ich gemeint habe, ne? Und schaut somit nachweislich nach Definition deinem Video. Das ist das, was ich gemeint habe. Die durchschnittliche Wiedergabedauer, bei mir waren das ja irgendwie so 20 Minuten. Gut, ich mache da halt längere Videos. Ja, 10 Minuten, da 9 Minuten, da ein bisschen weniger und sowas. 20 Sekunden durchschnittliche Wiedergabezeit. Das ist dann halt wirklich scheiße. Und das glaube ich ihm auch, weil wenn du ein Video postest und alle Leute aus einem Land oder hier 400.000 Leute, die das Video angeklickt haben, klicken gleich wieder weg, dann denkt sich YouTube, ah, okay, das ist Clickbait. Dafür gibt es ja diese Funktion, diese Wiedergabefunktion. Du möchtest den User erstens auf der Plattform halten, weil damit verdienst du Geld. Und du möchtest ihm keine Scheiße präsentieren. Und wenn jemand direkt wegklickt nach den ersten 20 Sekunden und das so oft passiert, dann denkt sich YouTube, ja, Bruder, das Video ist zum Kotzen. Das spiel ich nicht mehr raus. Du willst mir also erzählen, dass auf einem YouTube-Video ausländische Klicks gebottet werden und die Viewtime komplett ins Bodenlose sinkt, was YouTube selber auf der Website angibt, dass das meinem Video nicht schadet? Das willst du mir erzählen, dass es mein Video nicht aus dem Algorithmus nimmt? Ich mache dir gerne einen Vorschlag. Wenn dein YouTube-Ansprechpartner dabei bleibt, dann soll er das gerne einmal in aller Öffentlichkeit äußern und dann sind wir da alle schlauer. Weil, ich sag dir jetzt mal was, mein YouTube-Ansprechpartner, mit dem ich übrigens seit Monaten wegen diesem Thema, spätestens seit der EM im Austausch bin, der sagt etwas komplett anderes. Es geht mir zwar so ein bisschen auf den Sack, weil die Leute werden denken, was sie denken wollen und für manche bin ich der böse Klickskäufer mit den 400.000 Indern im Rücken. Aber ja, ich bin mit YouTube und Google im Austausch. Ich bin sogar im YouTube-Beta-Programm, darf so ein paar Features neu benutzen. Und mit denen habe ich auch schon vor Wochen darüber gesprochen, dass ich teilweise ungewöhnliche Bot-Aktivitäten auf meinem Kanal habe. Wahrscheinlich nehmen die mich dann ins Beta-Programm auf, um neue Funktionen zu testen, oder?
Ja, aber sie haben ihn nicht ins Sigma-Programm aufgenommen. Low Bob, danke. Hattic ist ja auch Mitgründer von einem Influencer-Marketing-Management. Tut er ja auch nicht müde, irgendwie dauerhaft zu betonen. Also Props auf jeden Fall, wir haben es alle verstanden. Du heftiger CEO, Grüße gehen raus. Ich weiß nicht, ob dir das entgangen ist, aber wenn man neue Partnerschaften ranholen möchte, dann schickt man eigentlich in relativ regen Abständen seine Analytics und Dashboards und Reportings zu eins. Das ist true, das ist true. In den Videos. Stimmt, und wenn er das während der WM macht, dann ist es ja während der EM macht, dann ist es ja nochmal scheiße. Es macht schon Sinn, was er sagt. Weil ich schicke auch immer letzte 28 Tage. Und wenn ich gerade während der EM-Zeit so viel botte, dann kann ich dort gar keine Placements mehr irgendwie. Dann schicke ich das ja niemandem. Dann fragen mich die alle, yo, what the fuck, warum hast du so viele Inder in den Zuschauern? Plus deine Zuschauerzeit ist halt scheiße. Ja, absolut. Nee, ich gehe da hin, kauf mir indische YouTube-Klicks, bin so doof und kauf... Er hat sich gerade selber verraten, indem er gesagt hat, spätestens seit der EM, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Management die Bots gekauft hat und Gamer Brother das einfach nicht weiß. Kann es sein, dass Goofy einfach lügt? Spätestens seit der EM? Also er hat gesagt, vor allem bei der EM... ist es halt vermehrt aufgetreten, deswegen spätestens ab da war halt mit ihnen da im Austausch. Ich glaube nicht, dass das Management das machen würde, weil das Management weiß ja auch, das Management, ich weiß nicht, wie das bei ihm ist, aber bei mir ist es so, ich habe Management eigentlich nur für Product Placements, so. Oder halt für sowas wie, wenn ich da irgendwie zu Gamescom komme, dann versuchen die mich zu akkreditieren und so weiter und so fort. Aber sie haben halt gar keinen Einfluss so auf meine Videos oder irgendwas, ich mache alles alleine. Außer natürlich meine Mods, ne? Die helfen mir da auch. Aber sonst mache ich halt alles alleine. Ich mache die Thumbnails alleine, ich mache die Scripts alleine, ich mache den, keine Ahnung, Dings, ne? Unicorn, dankeschön. Und das Management wüsste dann ja auch, dass sie davon einen Schaden tragen, wenn sie ihn weniger vermitteln können, wenn es erstens bei ihm heißt, naja, er könnte Klicks kaufen und zweitens, er kauft auch, oder es sind gekaufte Klicks auf dem Kanal, weil das schreckt natürlich Werbepartner ab. Deswegen, ich glaube, das wäre kontraproduktiv. Ich hoffe mir nicht mal Deutsche. Und geht dann zu meinen Partnern und sagt... Ich meine, es könnte sein, natürlich. Ich weiß nicht, wer die Klicks gekauft hat. Hier. Ach, wunder dich nicht. Die Inder da. Ach, Bruder. Die Inder wollten halt auch mal eine EM gucken. Die waren halt nicht qualifiziert. Deine Argumentation ist die ganze Zeit so unfassbar scheiße. Und herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft, 24 Stunden weite Teile der deutschen Twitch- und Influencer-Szene gegen mich aufzuhetzen und zu manipulieren. Und die ganze Scheiße hättest du dir sparen können, hättest du mich einfach angerufen. Wir hätten das innerhalb von 5 Minuten aus der Welt geschafft. Weil ja, dein erster Tweet ist über anderthalb Wochen her und die Aussage ist immer noch gleich. Du bist wie so ein Vierjähriger. Ey, du kaufst Klicks, ich hab Beweise. Ey, lass uns doch entspannt darüber reden. Ich gebe dir alles zusammen durch. Ja, aber du kaufst Klicks, ich hab Beweise. Hey, ist kein Thema. Ich weiß, ich gebe sogar zu, auf meinem Kanal gibt es ungewöhnliche Aktivitäten, aber ich kann dir das erklären. Ich würde dir gerne in einem vertraulichen Gespräch kompletten Einblick geben. Nein, du kaufst Klicks. Verdammt, das ist verdächtig, dass du nicht einfach irgendeiner Person, mit der du noch nie zu tun hast, einfach kompletten Dashboard-Einblick... Indische Partner suchen, ja, das wäre auch was. ...in der ersten Minute des Gesprächs gibst. Ja, genau so sieht das aus. Ich könnte jetzt übrigens auch noch ein paar Nachrichten zitieren, die du einfach so mal on the fly rausgehauen hast. Ich sag euch mal eine Sache. Ich werde nicht alle von euch überzeugen können. Ich habe noch keine Ahnung, wie die Resonanz dieses Videos hier aussehen wird, wie gut die Manipulation von Haptic funktioniert hat. Und ich werde jetzt auf ewig darauf klarkommen müssen, dass es vereinzelt Leute gibt, die ihr Leben lang glauben werden, dass ich ein Betrüger bin, dass ich Klicks kaufe, dass mein ganzer YouTube-Erfolg nur auf einer Lüge basiert. Aber soll ich euch mal eine Sache sagen? Ich nehme es gerne in Kauf. Ich bin gerne der Wichser, der sich erdreistet hat, 400.000 indische Klicks auf seinem Zweitkanal zu bomben, der Firmen betrogen hat und sonst irgendwas. Wenn ich nur einer einzigen Menschenseele mit diesem Video zeigen konnte, dass euer Call of Duty-YouTuber, den ihr alle so vergöttert, menschlich kompletter Abfall ist, dann habe ich meinen Seelenfrieden und dann habe ich mein Ziel erreicht. Ohne Spaß, das ist crazy gut gemacht. Das ist crazy gut gemacht. Ich habe in 12 Jahren YouTube noch nie so ein ekliges Verhalten gesehen. Ich habe noch nie so eine respektlose Person gesehen. Ich bin noch nie einem Menschen begegnet, der so von oben herab mit mir geredet hat. Jetzt, meine Freunde, kommen wir zum Grande Finale. Ihr habt euch die ganze Zeit gefragt, und da kann ich euch verstehen, warum sind denn zu 95% Europameisterschaftsvideos betroffen? Wer profitiert denn davon? Das kann ich euch sagen, wenn...
Europa. Wenn man mir auslegen möchte, dass ich Klicks kaufe, ich habe euch das ja gerade alles in Relation zu meinen anderen Aufrufen gestellt, dann kann man natürlich sagen, ja, der Broski kauft selber Klicks, der wollte einfach seine Performance zur Europameisterschaft ein bisschen nach oben pushen. Yo, ey, ganz kurz. Es ist nochmal eine 20-Euro-Donation von Stiller Borderline reingekommen. Holy shit. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Deine Videos retten mich jeden Tag. Junge. Oder Mädchen, ich bin mir nicht sicher. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich weiß nicht, warum das nicht aufgeschieden ist. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Yo, irgendwas wollte ich jetzt sagen. Ja, ey, freut mich, dass ich dir da den Tag versüßen konnte. Könnte natürlich aber auch so weit gehen und sich mal fragen, warum kommt ein random COD-YouTuber von der Seite an und hat Dashboard-Zugriffe auf meine Kanäle? Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe mich vor allem gefragt, Nummer 1, warum er auf diese 2 Videos kommt. Warum er so exakt also auf die 2 Videos kommt und warum genau Haptic Rush. Da vielleicht irgendwelche Leute, mit denen du im Kontakt stehst, die vielleicht ähnlichen Content wie ich machen und davon profitieren könnten, wenn man vielleicht zum EAFC-Release oder vor allem zur EM-Zeit ein bisschen Konkurrenz aus dem Weg räumt und die dann auch noch damit belasten kann, dass die in Zukunft keine Glaubwürdigkeit mehr gegenüber ihrer Community und deren Partnern haben. Vor allem... Oh, ich schwöre, wenn er jetzt einen Namen droppt, ich zuck aus. Lukas, dankeschön. Wenn mein erstes EM-Video mit Abstand die meisten Klicks hatte, komplett durch die Decke gegangen ist und da alles legit war. Fuck, oder wen gibt's denn da noch? Wen gibt's denn da noch? Gamer Brother checkt halt den Punkt von Haptic nicht. Haptic spricht ein allgemeines Thema an und Broski als hat Broski als Fallbeispiel genommen. Naja, okay, das kannst du aber nicht machen, wenn er argumentieren kann, warum er das nicht gemacht hat. Ich weiß nicht, also zufälligerweise gibt's ja bei dir in deinem so schönen Cyberdime-Netzwerk auch ein paar Leute, die ähnlichen Content wie ich machen. Naja, und zufälligerweise ist diese Szene, wo ihr über ein Handy mein Dashboard abgefilmt hat, genau an dem Tag, nämlich 13 Tage nach meinem Stadion-Vlog aus Portugal, auf den ihr euch bezieht, aufgenommen worden als Name bewusst zensiert. Es geht um die Person, dessen Handy mit Zugriff abgefilmt worden ist. Okay, also das gerade eben, ja. Mit einem Content Creator, der ebenfalls Vlogs und EAFC Videos macht, gemeinsam zusammen im Stadion war. Die dritte Person, von dessen Handy diese Aufnahmen sind, lasse ich hier bewusst außen vor, weil ich zum aktuellen Zeitpunkt keine Schuld/Absicht feststellen konnte. Okay, also er sagt jetzt hier quasi, es gibt eine andere Person in dem gleichen Netzwerk von Haptic Rush, die den gleichen Content macht wie Gamer Brother und ihn ausnocken möchte mit so einem Vorwurf, damit die Leute von ihm auf seinen Kanal kommen. Und Haptic Rush kann er als Sprachrohr verwenden, schickt ihm dann die Beweise. The realest Lelek, dankeschön. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Tabak ist. Ich möchte keine voreiligen Schlüsse ziehen oder so. I am Tabak hat mittlerweile zugegeben, dass er es war. Kann ich das irgendwo nachschauen? Ich möchte das jetzt nicht einfach so stehen lassen. Zufälligerweise sehen die Daumen der beiden Personen auch noch ziemlich ähnlich aus. Okay. Naja, hier der Daumenvergleich. Was sagt ihr? Das sieht aus wie der gleiche Daumen. Er hat ja auch diesen so einen relativ großen Halbmond. Ich hab das gar nicht. Ah, oh ja, ich hab das minimal. Naja, okay. So, dies, das. Insta, schau, Insta-Story von Tabak. Twitter, I am Tabak. Okay, ich schau mal nebenbei, ob ich das Twitter-Ding rausfinden kann. Warte mal. Twitter. Okay, ähnlich mal aus. Weil ich meiner Reichweitenverantwortung gerecht werde, werde ich hier keinen Namen droppen und gebe dieser Person persönlich die Chance, sich bei mir zu entschuldigen und sich für diesen absoluten Rattenmove gerade zu machen. Ist dann wahrscheinlich auch wieder ein Zufall, dass genau diese Person dann in anderen externen WhatsApp-Gruppen noch gesagt hat und sich positioniert hat, von wegen, ich habe alles versucht, Haptic von diesem Video abzuhalten. Also ganz kurz, IM Tabak hat geschrieben, warte, ich mache da ganz kurz einen Screenshot. Ich will euch nicht meinen Account hier zeigen, deswegen hier ganz kurz den hier, zack, 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 zack. Okay,
Morgen kommt ein Video, komplette Wahrheit. Ich treffe später sogar die Jungs, dann reden wir. Kann ich schon mal sagen, dass ich versucht habe, das hinter den Kulissen zwischen Haptic und Tizzy Broski zu klären. Dreimal gesagt, das nicht zu tweeten. Ich hasse Beef, hatte ich in 6 Jahren YouTube Social Media noch nicht. Wenn was war, im Hintergrund, immer im Hintergrund geklärt und ich habe das Video nicht an Haptic weitergeleitet. Alles. Okay. Ich habe das Video nicht an Haptic weitergeleitet, aber das ist quasi dann das Geständnis oder wie auch immer. Also er hat das Video erstellt, aber er wollte nicht, dass es irgendwie an Haptic gelangt oder so und das war aus einem anderen Grund. Alles klar, der Presse, Dankeschön. Ich schau mal. Woher wusstest du denn eigentlich als unbeteiligte Person, dass Haptic so ein Video raushauen will? Und Haptic, für dich, vielleicht checkst du einfach mal in Zukunft, wen du ankackst und hörst dir vorher die Gegenpartei an. Hast du ja in anderen Beefs, als du negativ geframed worden bist, sehr häufig auch betont, wie gerne du das haben wollen würdest. Jetzt macht ihr euch einfach selber ein Bild, wer von dieser ganzen Geschichte profitiert hat und ob es für mich wert gewesen wäre, 400.000 Klicks auf meinem 5-relevantesten Kanal zu botten, auf unterschiedlichste Videos, freier Interpretationsspielraum, nur Nighty, für euch. Was geht? In den Spiegel schauen und weiß, dass ich keine YouTube-Klicks gekauft habe, immer ehrliche Arbeit gemacht habe und dass ich hier verdient stehe, wo ich bin. Ich habe als 14-Jähriger angefangen, nebenbei einfach just for fun YouTube-Videos aufzunehmen, weil ich diese Leidenschaft hatte. Es ging damals nicht um Geld, es ging nicht um Reichweite, es ging nicht um Partner. Ich hatte einfach Spaß daran. Dass ich mir nach all den Jahren es erarbeitet habe, das Ganze hier hauptberuflich als meinen Job machen zu können und mir damit auch noch wirklich gutes Geld verdienen kann, darauf werde ich ewig stolz sein. Du haust hier nicht einfach irgendeine Beschuldigung raus, dass ich ein Pack in FIFA gefaked habe oder so. Du spielst mit meinem kompletten Brot, mit meiner kompletten Existenz und mit meiner kompletten Online-Legacy, die ich mir mühsam aufgebaut habe. Solche Vorwürfe kann und werde ich niemals gegen mich zulassen und dagegen werde ich mich immer wehren. Und wie wir jetzt gesehen haben, waren die Vorwürfe auch so extrem, dass das Ganze in den sozialen Medien komplett übergekocht ist und sich wieder jeder Hans und Franz dazu geäußert hat, ohne sich überhaupt erstmal beide Meinungen anzuhören. Wisst ihr, was dann immer das Allergeilste bei so einem Thema ist? Dann kommen irgendwelche random Leute, die eigentlich gar nichts zu melden haben und sagen so... Mo Auber, der sagt mir was. Für die beiden... Wer ist Mo Auber? Warte mal. Mach ja den 15. Depp. Mo Auber. Ah, er macht auch FIFA-Videos. Den meint er aber nicht, oder? Dass das irgendwie... Na, das will ich jetzt in die Richtung stehen. Ah, schau mal. Er hat einfach... Kilian MVP getroffen. Für die beiden Videos ist das Ding over für die Jungs. Achso, warte mal, wo fängt das hier an? Die Jungs müssen jetzt reagieren, brauchen... Okay, wurscht, ich lese von oben. Ist das Ding over für die Jungs? Sollen sich einfach entschuldigen und schauen, was passiert. Am Ende nehmen die sich einen Tag, wo die allen anderen Videos zeigen, dass sonst alles real ist, aber ja, da wird es nichts zu retten geben. Du machst auch YouTube und bist nicht dumm. Die Jungs müssen jetzt reagieren, warte mal. Okay, das war von Haptic. Müssen jetzt reagieren, brauchen auch nicht damit kommen, dass irgendein Zuschauer die gebotet hat. Mag sie zwar sehr, aber sowas boomst halt die ganze Szene. Man hinterfragt dann alles. Du bist original einer, der in der Schule bei der... Warte mal. Okay. Du bist original der eine in der Schule, der bei allem immer seinen Senf dazu gegeben hat und Feuer stiftet, obwohl man nichts mit den Leuten zu tun hat. Das ist doch meine Branche. Wenn mich das nicht jucken soll, wen dann? Ja, das kann ich nachvollziehen, dass er da seinen Senf dazu gibt, aber... Das ist halt das Problem. Also, ich lasse mir einreden, dass da gewisse Sachen gibt, die man machen kann. Jay Riddle, was hältst du von dem Gamer Brothers Statement? Ich finde es gut bis jetzt. Ich finde es gut und es macht Sinn für mich, weil, aus dem Grund, weil, erstens, er sagt, das ist halt sein 5-Kanal oder was auch immer. Wenn das auf seinem Hauptkanal passiert und wenn das regelmäßig passiert und sowas, dann wird es für mich Sinn machen. Wenn es 0,9% sind und das ist genau während der EM-Zeit passiert und sowas, es kann sein, dass es irgendjemand anderer gebottet hat aus der Szene und dass der dann irgendwie die Bildschirmaufnahme da an Haptic weitergeleitet hat, damit er irgendwie ein krasses Exposing-Video oder sowas bekommt. Ich wüsste nicht, ob Haptic sich dann über diese Situation, wenn das so wäre, bewusst gewesen ist, dass es halt jemand so im Hintergrund gedreht hat und dann halt einfach Haptic so benutzt hat als Sprachrohr, aber das müsste ihm dann halt auch auffallen, wenn das hier irgendwie Bullshit gewesen ist oder dies und das und jenes, dass man das zurückzieht. 400.000 Aufrufe sind viel, aber es ist nicht so viel, als würde sich das nicht rentieren, dass du sagst, okay, was haben wir gesagt?
Wie viel haben 100.000 Aufrufe gekostet? 300 Euro, oder? 300 mal 4 sind es 1.200 Euro. Natürlich ist das halt viel Geld, aber wenn du dann damit einen kompletten YouTuber ausschalten könntest, theoretisch, dann könnte seine Argumentation auch Sinn ergeben. Ich glaube nicht, dass Gamer Brother 400.000 Aufrufe gebottet hat, wenn er zum Beispiel auf dem Kanal, was haben wir da gesagt? Ganz kurz. Wenn er auf dem Kanal 588 Millionen Aufrufe gemacht hat. Zum Beispiel, ne? Und er hatte halt mehrere Dings, die Bumsis. Ich glaube, weil wenn YouTube da drauf kommt, dass du das halt gemacht hast und dass du halt da bescheißt und sowas, dann können sie dich halt wirklich, und das stimmt, dann können sie dich von der Plattform bannen, ne? Und dann hast du halt gar nichts mehr. Und ich glaube, das wäre das Risiko nicht wert, den Kanal so minimal hochzupushen. Ich muss ihm den Punkt geben, weil er ist der Beschuldigte und es gibt keinen Beweis dafür, dass er es per se gekauft hat. Und es ist für mich auch nicht zu 100% schlüssig, dass es für ihn so Sinn ergeben würde. Die Klicks sind 100% gebottet, das hat er auch zugegeben, aber es ist für mich nicht schlüssig, dass er das selber war. So, das ist mein Punkt bis jetzt. Wir schauen jetzt gleich auch noch das Haptic-Video. Amy Moon, dankeschön. Das wie, ja Mann, gut, dass das einer aufklärt. Das schadet uns und der gesamten Industrie. Bro, du hast seit 7 Monaten keine Videos hochgeladen. Ja, ich weiß, dass ich gestern ein wöchentliches Highlight war, weil du 10 Tweets über mich gemacht hast. Aber bitte halt die Fresse, wenn du nichts zu melden hast. Dankeschön. Das Internet ist ein trauriger Ort. Jeden Tag wird nach einem neuen Skandal gesucht. Irgendwo muss draufgehauen werden. Irgendjemand muss fertig gemacht werden, damit man zu Hause sitzen kann. Ich bin gespannt, was die Kommentare sagen. Oh, ja. Ich bin ja eigentlich schon besser als der. Dass ich in den letzten 24 Stunden Teil dieses Spiels war, das ist für mich in Ordnung. Ich war lange genug online dabei, ich weiß, wie das Ding hier abgeht, weil ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich weiß, dass ich ehrliche Arbeit mache. Ich weiß, dass ich verdient hier stehe, wo ich stehe. Und das ist das erste und letzte Mal, dass ich da etwas zu sagen werde. Crazy. Okay, was sind die Kommentare? Achso, das sind die neuesten. 7800 Kommentare, holy shit. Bros, schlimmstes Wochenende des Jahres und der Schalke 04 hat noch nicht einmal gespielt. Rüdiger Rammels Pipeline führt nicht nur in die Türkei, sondern sogar bis nach Indien. Ich check nicht, wer das ist. Hoffe, ich finde die Person, die für Sporting verantwortlich ist, ohne Spaß. Können wir aus Indien das neue Gladbach machen? Witzig. Hello, my name is Anjuli. I'm from India. Me and my friends enjoying his content. Bros, I love you. Bruder, so geil. Okay, wir schauen jetzt das Video von Haptic Rush. Die Antwort darauf. Das ist nicht vergessen. Das ist kurz darauf gekommen. Das ist vor 21 Stunden und sein Statement war jetzt vor 22 oder 23 Stunden. Das ist wirklich kurz darauf gekommen. Dieses Video wurde gestern schon aufgenommen. Das bedeutet, er weiß gar nicht in dem Video, was er sagen wird. Er hat aber das danach gepostet, nach seinem Statement. Dementsprechend wird er das Statement gesehen haben und wird sich gedacht haben, ja, dieses Video passt immer noch dazu. Ich bin jetzt gespannt. So Leute, was geht? Ich habe hier die Helligkeit ein bisschen untergestellt. Ich will euch mein Handy zeigen. Ich gebe das jetzt hier ein. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen. So, das soll alles ein Shot sein. Heute ist Sonntag, der 8. September 2024. Ich nehme es genau auf, als mein Video vor 11 Stunden und 27 Minuten erschienen ist, laut meinem Dashboard. Ich will das alles nur sagen, weil Broski gesagt hat, er postet ein Statement. Und ich euch hiermit zeigen möchte, dass ich schon weiß, was er in diesem Statement alles sagen wird. Das heißt, er macht den Nico Cardo Avocado Move. Two steps ahead. Ich schneide es einfach schon vor. Ich will mich erstmal bedanken. Das Video hat jetzt 270.000 Aufrufe zum Zeitpunkt, wo ich aufnehme, 38.000 Likes und 540 Dislikes. Warum sage ich das? Weil es ein Barometer dafür ist, ob man sich wirklich gut oder eklig verhalten hat. Egal, ob man jetzt... Jetzt ist halt die Frage. Okay, das hat 27.000 Likes. Fuck, ich habe keine Extension. Kann mir jemand sagen, wie viel Ding das hat? Das wäre eigentlich ganz lustig. Recht hat oder nicht. Leute können gerne widersprechen. Aber das zeigt zumindest, dass man es auf einer respektvollen Art und Weise gemacht hat und bei der Sache geblieben ist. Das ist beziehungsweise ich frage mich, wie viele Dislikes jetzt das andere Video hat. Wichtig gewesen und das ist bei den Leuten angekommen. Aber jetzt zu den Sachen, die ich erwarte, die er sagen wird, weil ich einfach schon weiß, was er sagen wird. Also erstmal glaube ich, dass er sich auf eine persönliche Ebene herablassen wird. Er wird über mich als Person sprechen. Ich habe schon Clips gesehen, da hat er onscreen gesagt, dass ich der ekligste Influencer bin, den er kennt. Es ist okay. Dann wird er sagen, als nächstes Argument, dass er es mit mir privat klären wollte und ich quasi nicht wollte. Das stimmt nicht. Nicht mal vor dem Video, sondern sogar vor dem Tweet habe ich den im Video erwähnt. Hey, irgendwer, du kannst mir gerne Broskis Nummer geben, aber nur unter der Prämisse, dass er mir heute auch immer antwortet. Ach so, dann musst du nicht immer vermitteln, wie du anfangs einfach nur wolltest. Und ihm ist es nicht unangenehm. Also mit immer antworten, so im Sinne von egal, was ich schreibe, er muss antworten. Und ihm ist es nicht mehr unangenehm. Außerdem bin ich gespannt, was er mir sagen möchte. Wie gesagt, nur wenn ich heute nicht... Einen ehemaligen Manager, der...
chronisch aufgelesen. Erstmal vermitteln wollte, nochmal geschrieben. Das war meine Nachricht, dann kam eine Antwort, dann habe ich noch geschrieben, kannst du ihm das noch mit? Ich werde ihm nicht hinterherlaufen, wenn er Interesse hat, das zu lösen, soll er mir schreiben. Das ist halt keine gute Art. Also mit der Prämisse, ja, er muss mir heute immer antworten und sowas. Ich bin mir sicher, wie er gesagt hat, er ist da gerade eben nach Italien gefahren und sowas. Da wird er jetzt nicht gerade die Zeit und Lust gehabt haben, da permanent zu antworten. Ich weiß nicht, ob er gefahren ist oder nicht. Ich werde ihm nicht hinterherlaufen, wenn er Interesse hat, das zu lösen, soll er mir schreiben. Kannst du ihm das noch mitteilen? Ja, wir sehen uns hoffentlich bald unter anderen Umständen. Also ich finde, es ist, ich verstehe, was er hier machen möchte und sowas. So, yo, wenn ich mit Broski direkt Kontakt habe, dann möchte ich ihn wirklich drillen. Weißt du, was ich meine? Dann möchte ich wirklich so alles raushauen und dann darf er nicht mehr weglaufen. So, aber die Frage ist halt, warum er das halt so schreibt, ne? Weil ich schätze mal, er hat dann drauf geantwortet, okay, oder er wird dann halt diese Message bekommen haben, Gamer Brother, und wird dann gesagt haben, Junge, wenn der halt so drauf ist, du kannst ihm den Kontakt geben und sowas, aber ich kann nicht versprechen, dass ich ihm permanent antworte. Dann wird er das wieder gelesen haben und wird sich gedacht haben, ja, okay, wenn er mir nicht permanent antwortet, dann geht das nicht und so. Weiß ich nicht. Mitteilen, das heißt, ich habe den Kontakt gesucht, nicht nur vor dem Video, sondern sogar vor dem... Und das habe ich genauso im Video erklärt, Beweis folgt. Dann hat er nach meinem Kontakt gefragt. Ich habe gesagt, das brauchen wir nicht. Er muss einfach nur kurz die Login-Daten oder ein Video schicken. Mehr brauchen wir nicht. Dann sind einige Stunden vergangen. Es war mittlerweile abends. Ich habe gefragt, ob es was Neues gab. Nichts. Ein Tag verging und ich habe direkt morgens dann gesagt, komm, Jem, zeig Einsicht. Er wollte mit dir reden. Ich habe Interesse dran, was er sagen möchte. Es wird zwar schneller gehen, wenn er einfach die Login-Daten schickt, aber okay. Ich habe dem Mittelsmann gesagt, dass ich ihm schreiben möchte und dass ich den Kontakt möchte und dass ich auch den Kontakt zu ihm suche und dass er ihm... Aber das verstehe ich auch, dass er ihm nicht die Login-Daten schicken wollte. Mitteilen soll. Und wie gesagt, ich habe mit dem Geschäftsführer deren Agentur hin und her geschrieben, über Tage hinweg. Mit Einwilligung Goofies, also von seinem Manager, mit Einwilligung von seinem Manager würde ich auch den ganzen Chat veröffentlichen, dann könnt ihr selber urteilen. Ich bin bereit dazu. Naja, gut, kann man machen. Riesige Blöcke hin und her. Meine letzte Nachricht war, des Weiteren hast du schon wieder und zum wiederholten Male meine Versuche ignoriert, auf die Informationen einzugehen, die du mir seit Tagen verweigerst. Möchtest du hier noch antworten? Klarer kann ein Wille zur Kommunikation nicht sein. Bitte ignoriere das nicht. Ich höre, das war meine allerletzte Nachricht. Blauer Haken, seitdem nichts gehört. Also, und das war auch vor dem Video. Ich habe wirklich versucht zu kommunizieren. Dann wird er noch erwähnen, dass jemand auf die Adresse seiner Eltern Pizza bestellt hat und dass bei seinen Eltern und bei ihm Polizei an der Tür stand und jemand unter einer falschen Prämisse quasi die Polizei gerufen hat. Warum weiß er das vorher schon? Das ist dann später passiert, oder nicht? Er hat es im Video gepostet, dann wurde er geswattet. Na, jetzt bin ich gespannt. Obwohl er selbst schon in den Clips, die ich gesehen habe, im Stream gesagt hat, dass es nichts mit mir zu tun hat und man das nicht in Verbindung bringt. Ach so, das ist vorher schon passiert. Ich dachte, das ist nach dem Video passiert. Ja, okay, ich habe auch gedacht, dass es halt deswegen, dass es so damit zusammenhängt und sowas. Das habe ich sogar am Anfang vom Video gesagt. Tja, okay, na, das ist dann schlecht kommuniziert. Wenn das vorher schon der Fall, naja, okay, das könnte dann sein, dass er darauf abzieht, dass es mit dem Tweet zu tun hat. Also es könnte de facto wegen der Beef-Sache mit Haptic sein. Ja, weiß ich nicht. Das kannst du jetzt nicht mehr darauf festlegen oder nicht. Es ist am Mittwoch passiert, wo man angerufen hat, dass er seine Freundin getötet hat. Am Mittwoch. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht mehr. Das war glaube ich, noch im letzten Monat, am 30.08., wo dieser Tweet von ihm rausgekommen ist. Und wenn du mir sagst, es ist am Mittwoch passiert, dann war das am 4. Also de facto irgendwie so 4-5 Tage danach. Ich frage mich halt, warum er... Ja, er erwähnt es halt trotzdem. Es ist wirklich scheiße. Egal, welcher kranke Typ das gemacht hat, und da sind wir uns alle einig, das ist widerlich. Aber wisst ihr, was smart gewesen wäre von ihm, by the way? Wenn er so 10 Videos gemacht hätte, mit genau so einer Prämisse, ne? Ich weiß, dass du das und das und das und das sagen wirst, und dann je nachdem, was er antwortet, you know? Wie gesagt, er stimmt ja zu, dass es nichts mit der Sache zu tun hat. Also Thema... der Sache nichts zu tun, also bleiben wir bei der Sache. Also erstmal, dass Indien an vierter Stelle ist, ist unüblich. Es ist überhaupt nicht mal gelistet bei 30, 40 Ländern. Es ist eigentlich gar nicht gelistet, so. Bei einem normalen deutschsprachigen Kanal. Und zweitens, vor allem wenn man guckt, wie lange diese angeblichen Zuschauer auf den Videos waren, sieht man, das waren nur ein paar Sekunden. Es beweist eigentlich genau, was ich gesagt habe. Nur, dass er aus irgendeinem Grund das über den ganzen Kanal verteilt zeigt, obwohl ich immer wieder nur über einen ganz kleinen Zeitraum der EM-Videos spreche. Ich weiß. Ja, genau. Da hat er ja zugegeben, dass es stimmt, und er hat auch diese Videos jetzt gezeigt, die gebottet wurden. Ich weiß nicht, warum er das so macht. Ich weiß nicht, warum die relative Zahl 0,9% wichtig ist. Ich habe nie gesagt, dass der ganze Kanal gebottet ist. Ich habe immer explizit über die Videos zur EM-Zeit gesprochen. Das haben auch die Leute auf Twitter erkannt, als sie die ersten Clips von ihm sahen. Also, die Leute sind nicht dumm, so. Die haben das erkannt, so. Es ist eigentlich eher ein Argument für mich, dass er das gezeigt hat und nicht gegen mich, weil das eigentlich genau beweist, was ich gesagt habe, weil das sogar genau zu meinen Aussagen passt, vor allem mit der Anzahl der Views her. Die einzigen, die
diese 0,9% als Argument gegen mein Video sehen, waren die, die im Matheunterricht der vierten Klasse Kreide holen waren. Was soll ich sagen? Warum ich diese EM-Zeit anspreche, ist, weil der Markt übersättigt war. Das waren so viele Stadion-Vlogs. Dadurch sind sehr viele untergegangen. Selbst bei Wisca Barca selbst, dem größten untergegangen, 600.000. Bist du ein Depper? Was macht der normalerweise? Oder war das? Achso, na, Blödsinn. Das ist UCL, das ist nicht EM. Na, für Stadion-Vlogs ist es relativ wenig. Ja, okay. Ja. Boah, imagine, du postest ein Video mit so 300.000 Aufrufen und du bist am Verzweifeln. Das muss was sein. Nicht gewesen. Also viel weniger, als man erwartet hätte bei einer Heim-EM. Deshalb hat es auch dem Kanal nicht geschadet. Und deshalb sage ich, der Manager hat etwas gesagt, was einfach nicht stimmt, was nachweislich nicht stimmt. Und jetzt bezüglich des Bottings. Ich glaube, er wird sagen, dass es jemand gemacht hat, aber überhaupt nicht in Relation steht zu seinem Kanal, den er sich aufgebaut hat. Es waren nur ein paar vereinzelte Videos. Das ist okay, ich möchte damit nur mit dem Video wirklich immer nur darauf aufmerksam machen. View-Botting ist ein großes Thema. Weiterhin wird er sagen, dass nur ein Bruchteil seiner Videos ist, das überhaupt. Ja, naja, das hat er nicht komplett so gesagt. Also, das Problem ist, er versucht oder er redet hier ein bisschen dran vorbei und das merkt man schon, weil er hat gesagt, yo, Gamer Brother, seine Videos wurden gebottet und er hat das gemacht. Er ist dafür verantwortlich. Er hat für mich jetzt schlüssig argumentiert, warum er wahrscheinlich nicht dafür verantwortlich ist. Natürlich kann es immer noch sein, dass Gamer Brother die Videos gebottet hat, aber wie er gesagt hat, bei dem einen Video sich 7000 Aufrufe dazuzukommen, das macht null Unterschied. Also wirklich überhaupt keinen. Wenn ich in eine Verhandlung gehen würde mit einem Werbepartner, du verhandelst ja nicht nur auf, du verhandelst ja nicht auf den genauen Eurobetrag oder sowas. Yo, ich möchte genau, keine Ahnung, so und so viele Euro haben und den Centbetrag dazu oder sowas. Das ist relativ scheißegal. Sondern du sagst halt, ja, okay, ich habe hier ungefähr so und so viele Aufrufe von den letzten Videos gemacht. Na, mach mir da ungefähr den Preis und dann gut ist. Weißt du, bei einem Video, das dann 7000 Aufrufe mehr hat, macht das absolut keinen Unterschied. Okay, dann hast halt 3 Euro mehr rausgeholt und die rundest du sowieso ab. Weißt du, was ich meine? Bei den anderen Videos war das viel mehr. Bei den anderen Videos war das viel mehr und da kannst du argumentieren, ja, okay, das ist deswegen und deswegen. Aber ich glaube halt, wie gesagt, nicht, dass es halt trotzdem von ihm ausgeht. Ne? 400.000 Aufrufe, dafür zu riskieren, dass dir genau sowas passiert, dass du deinen gesamten Kanal verlieren könntest von YouTube, dass er gelöscht wird von Google und dass du deine gesamte Kredibilität nicht nur auf YouTube, sondern auf Twitch und sowas halt auch verlierst, das wäre es, glaube ich, nicht wert. Warum schaut Haptik eigentlich von der Kamera weg? Weil da hinten Holy-Dosen stehen. Na, ich weiß nicht, ob er bei irgendeiner anderen Brand ist, deswegen ich möchte ihm das da nicht rein. Überhaupt nichts mit seiner Karriere zu tun hat, was ich auch an keiner Stelle in meinem Video behauptet habe. Ich habe nirgendwo über Gamer Brother, den Hauptkanal, über Broski, den Kanal an sich, über ihn als Person, über seine Kooperation, die er hatte, über seine Streaming-Karriere, über seine Shows und Produktion. Ich habe kein Wort darüber verloren. Dann würde er fragen, warum ich auf Internetpolizei tue, warum ich mich so versteife auf diese Sachen, ob ich keine Hobbys habe, so in dem Sinne quasi. Versucht. Ja, okay, er hat es allgemein gehalten, den ersten Tweet, dann hat Gamer Brother darunter kommentiert und dann hat er ihn direkt angegriffen. Quasi ein bisschen runterzuspielen, obwohl ich ganz klar in meinem Video strukturiert aufgelistet habe, warum ich das mache. Mir ging es immer darum, um das größere Bild. Hier hatte ich Beweise, dass gekaufte Klicks vorliegen. So. Und dann habe ich das als Beispiel genommen und ich habe auch erklärt, die Art und Weise, wenn man wusste, dass diese Klicks vorliegen auf dem Kanal, dass man betroffen ist von diesen Klicks, dass man auch noch ironisch online damit umgeht, obwohl ja angeblich die Strategie sein soll, überhaupt nicht in die Richtung, öffentlich darüber zu sprechen, damit Leute überhaupt gar nicht auf die Idee kommen, noch weiter zu botten. Es hat halt vorne und hinten keinen Sinn gemacht mit dem, was der Manager gesagt hat. Und das war sehr provozierend auf Twitter. Das habe ich alles erklärt in meinem Video. Das nur als Antwort, warum ich ein Internetpolizist bin. Dann will ich nochmal anmerken, dass Broski wurde nach dem Video gespottet. Die Klicks, auf die sich Haptik bezieht, sind bei einem Stream am Sonntag entstanden, wo Broski nur kurz erste Statistiken gezeigt hatte. Broski wurde nach dem Video gespottet. Kann man das irgendwie verifizieren, wann das jetzt passiert ist? Dass Teezy gar nicht erwähnt wird, also der Einzige, der sich bis jetzt geäußert hat, ist Broski. Ich weiß nicht, ob Teezy sich äußern wird, da war ja der Hauptkanal als Beispielvideo betroffen, aber ich habe auch den Zweitkanal. Und da war es ja besonders bitter, weil da Videos betroffen waren und das weiß ich, wo Product Placements waren. Und deshalb habe ich auch im Video gefragt, hat der Manager, wenn er dann um die Views weiß, um die gekauften Klicks auf den Videos, dass sie betroffen sind, wenn er das weiß, hat er dann wirklich auch die Partner kontaktiert und transparent das mitgeteilt, wenn... Das ist ein guter Punkt und das muss man machen. Nicht sehr schwierig. Das wird. Das ist tatsächlich schade, dass er das in dem Aspekt nicht angesprochen hat. Ich gehe davon aus, dass sie das wissen oder dass sie das spätestens seit jetzt wissen und dann ist halt auch wieder die Frage, okay, macht das einen Unterschied oder macht das nicht einen Unterschied? Oder meint er damit, weil er hat gesagt, während der EM hat er nur ein Placement drinnen gehabt, was von dem Viewbotting betroffen war und das hat er nach 5 Minuten eingebaut. Dementsprechend muss er das nochmal machen, weil im Vertrag drinnen gestanden ist, du musst es innerhalb der ersten 5 Minuten bringen.
Das bedeutet, die haben gesagt, das ist nicht gültig, das ist nicht so, wie wir es haben wollten. Du musst es jetzt nochmal machen. Dementsprechend, selbst wenn ich ein Placement gemacht habe und auf diesem Video wären die Klicks gebottet, macht das keinen Unterschied, weil ich das nicht in Rechnung stellen kann, weil es vertragsbrüchlich nicht in Ordnung wäre. Ne? Glaube ich gar nicht. Gamer Brother hat am Sonntag die Polizei gesehen. Sonntagmittag erschien das Video, Sonntagabend im Livestream ist die Polizei gekommen und gleichzeitig bei den Eltern. Okay. Dann wurde er einfach zweimal geswattet, kann das sein? Habe ich das falsch verstanden? Ich in dem Video angesprochen, muss er aber auch nicht, weil das nicht ihn betrifft. So, bei ihm waren, glaube ich, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich glaube, bei ihm waren gar keine Product Placements zu der Zeit. Was ich auch übrigens nicht im Video gesagt habe, da habe ich ganz, ganz deutlich gesagt, dass nur TZ2 in diesen speziellen Videos zu der EM-Zeit und dann habe ich auch rübergehabert, welche Videos auch Placements hat. Und übrigens nochmal. Ja, okay, das wurde dann vielleicht nicht von ihm gesagt, das kann sein, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber das ist auf jeden Fall von vielen Leuten geäußert worden. Das muss ich wirklich nochmal sagen. Es gibt tatsächlich immer noch ein bisschen Streit darüber, ob Viewbotting auf YouTube dem Algorithmus schadet, also dem Kanal schadet. Wie gesagt, YouTube hat gesagt, knallhart nein. Und das macht auch Sinn. Stellt euch vor, YouTube würde den Algorithmus so einstellen, dass Viewbotting ihm schadet. Dann, erst dann, würden sie den Leuten, die wirklich schaden wollen, diese Waffe in die Hand geben. Wenn sie erlauben würden, dass Viewbotting den Algorithmus fickt und damit den Kanal auseinandernimmt, weil dann... Das Problem ist, YouTube sieht das nicht. YouTube erkennt nicht direkt, ob etwas gebottet wurde oder nicht, sondern das ist der Algorithmus selber. Der Algorithmus macht das komplett alleine. Ich glaube schon, dass das so ist. Ich glaube schon, dass wenn du eine Person bist, der Klicks gekauft werden und all diese Klicks dauern 20 Sekunden, dann sieht der Algorithmus zuerst nicht, aha, Moment, es könnte ja sein, dass da jemand Klicks gekauft hat oder sowas. So funktioniert der Algorithmus nicht. Das ist einfach ein stumpfes System. Das wertet Zahlen aus und dementsprechend stuft es ein Video ein. Ne? Und wenn die Zahlen scheiße sind, yo, normalerweise hast du nach 30 Sekunden immer noch 80% der Zuschauer und in dem Video nicht, weil alle nach 20 Sekunden wegklicken, da hast du nur noch 50% der Zuschauer, dann denkt sich YouTube, das Video ist grottenschlecht. Und so funktioniert das. Deswegen hast du bei jedem MrBeast-Video, der startet das Video und es ist komplett die Action. Es geht voll viel ab und da explodiert irgendwas und da wird schon prophezeit, ja, wenn du bis zum Ende dranbleibst, dann wirst du irgendwas komplett Verrücktes sehen und sowas. Es geht um jede einzelne Sekunde und wenn du bei diesen Sekunden jemandem schadest, dann ist es mega scheiße für den Kanal. Eventuell kann YouTube im Nachhinein diese Differenz bereinigen und diese Klicks nicht zählen lassen. Ich weiß aber nicht, ob sie das in dem Fall gemacht haben oder nicht, oder ob sie dafür die Macht haben. Dann kann jeder jeden einfach botten und so auseinandernehmen. Wir hätten eine Apokalypse auf YouTube. Das ist sehr schlau gelöst von YouTube, weil Botting damit keine Waffe ist. Und jetzt will ich das nochmal abschließen, wenn ihr eh alle das Video schaut. Warum ich das Video gemacht habe, und deshalb habe ich auch am Anfang erwähnt, was ich mit Cyberdyne gemacht habe, das habe ich nie in einem Video erwähnt. Noch nie. Ich habe nicht nur als YouTuber, sondern auch als Agenturgründer eine Aufgabe. Mir geht es darum, dass gerade aufstrebende Streamer und auch YouTuber ein faires Spielfeld haben. So viele Streamer haben getweetet und auch YouTuber und gesagt, endlich spricht es mal jemand an. Es war wie ein Thema, von dem alle wussten, aber was niemand angesprochen hat. Als würde so eine riesen Last von den Schultern der meisten Streamer und YouTuber fallen. Und ich hoffe, ich konnte damit was ins Rollen bringen und deshalb will ich jetzt nochmal was Positives in dieses Video packen. Wenn ein Stream mehrere tausend Zuschauer hat und irgendwie ein, zwei Nachrichten in der Minute reinkommen oder drei Nachrichten in der Minute, dann schaut euch das ganz genau an. Und wie gesagt, ich will etwas Gutes anstoßen. Ich will, dass zum Beispiel gerade auf Twitch auch dieses Bot-Thema, was viel schwieriger nachzuweisen ist, mal ein bisschen größer angesprochen wird. Das ist interessant, das müsste man sich anschauen, wie sich der Chat bei ihm verhält. Der Chat verhält sich bei mir auch unterschiedlich, ne? Je nachdem, auf was gerade reagiert wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf ein T-Tech-Video reagieren würde, dann wird der Chat brennen. Aber wenn ich auf Videos reagiere, die nicht so spannend sind oder sowas, dann ist eigentlich relativ ruhig und das ist okay. Gut, dann sind noch weniger Leute drinnen. Aber zu dem Punkt, den er gerade gesagt hat, da haben dann so viele kleine Streamer geschrieben, so ähnlich sag's mal jemand und sowas. Du musst auch aufpassen, dass du halt keinen Bullshit hier erzählst, weil was ich damals gesehen habe, ist, wo das bei mir behauptet wurde, so ja, ich kaufe Klicks und bla bla bla, wo ich dann auch gezeigt habe, dass es nicht der Fall ist und wo sich dann, by the way, der Typ, der mir das damals vorgeworfen hat, das muss man wenigstens sagen, hat sich dann später dafür auch öffentlich entschuldigt und sowas und hat gesagt, dass Bullshit war, aber das ist eine andere Sache. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, da haben dann Leute in den Kommentaren geschrieben, fuck, das ist so scheiße, weil ich habe einen kleinen YouTube-Kanal und ich mochte Kaiser immer und jetzt zu sehen, dass er nur wegen Viewbotting dort ist, wo er ist, ist so, wie sagt man, motivationsraubend. Und ich habe das gelesen und ich habe mir gedacht, das ist so scheiße.
Das ist einfach, es gibt Leute da draußen, die haben Spaß an YouTube und die machen das gerne und die sehen, dass es nicht weitergeht bei ihnen und die glauben, es liegt daran, dass jeder andere schummelt. Und es ist nicht der Fall. Es geht einfach um den Algorithmus und um eine gewisse Aufmerksamkeit, die bei mir, by the way, damals durch Reactions und sowas gekommen ist. Also ich habe damals voll viele Abonnenten und Views durch Reactions von Alpha, Kevin, Kuchen TV, Stay, was denn jetzt, all diesen Leuten und sowas halt bekommen. Das habe ich extrem gepusht und ich hatte halt einen guten Output. Und ich glaube, das hat halt funktioniert und jetzt bin ich hier. Aber dafür muss man halt nicht schummeln und ich möchte nicht, dass kleine Creator mit den Gedanken reingehen, dass all diese großen Leute einfach nicht fair sind, weil das stimmt nicht. Es gibt Leute bestimmt, die das machen, aber das brauchst du nicht. So. Wird, weil das wirklich sehr viele Streamer trifft. Anscheinend ist es gerade auf Twitch noch leichter. Also im Zuge des Videos habe ich viele Informationen bekommen aus vielen Richtungen. Auf Twitch ist es noch deutlich leichter zu botten und deutlich schwieriger nachzuweisen. Was ich euch damit sagen möchte, ist, es geht mir gar nicht um die Person. Mir ist egal, was noch im Video gesagt wurde über mich und keine Ahnung. Es soll nicht auf eine persönliche Ebene gehen. Wird es von mir aus auch nicht. Es geht mir um die Sache und nur um die Sache. Und ich hoffe, dass ich mit dem letzten Video, mit diesem Video irgendetwas an der Sache bewirken konnte und dass dieses Thema mal angeschoben wird. Ja, wenn euch das Video gefallen, lasst gerne ein Like da. Der Support auf dem letzten Video war geisteskrank. Wir sehen uns im nächsten Video und dann hoffentlich Gaming. Bis zum nächsten Video, bis dahin. Hau. Ja, und jetzt, was auffällig ist, ne? Mois war da. Ha, schau dir das an. Das ist auch keinem aufgefallen. Was sagen die Kommentare hier? Ich glaube, aus finanzieller Sicht ist es aktuell ziemlich geil, KuchenTV zu sein. Ist so true. Ist mal sowas von eine dumme Idee, Video vor der Antwort aufzunehmen und auf einen völlig irrelevanten Punkt einzugehen, aber nicht auf die 10 anderen Punkte. Das ist halt wirklich... Ich glaube, das soll so ein Checkmate-Video sein, aber es wäre halt wirklich smarter gewesen, wenn er sich auch kurz den Backlash angetan hätte und dann halt nochmal drauf eingegangen wäre, weil es würde jetzt keinen Sinn machen, dass er nochmal drauf eingeht. Na? Ist ja blöd zu präferieren, was? Zu pre-firen, wenn du so toll sein, wenn du toll sein willst. Er ist auf Dinge eingegangen, die du behauptet hast, mit Gaslighting, die er nicht erwähnt hat. Wirklich einfach nur eklig. Diese Antwort ist keine Antwort, weil du 0,0 auf seine Punkte eingehen kannst. Clash of Clans Server sind immer noch down. Shoutout an Clash of Clans. Naja, also ich finde oder ich glaube, dass Haptic hier mit einer sehr guten Idee reingegangen ist, dass er dem kleinen Streamer und YouTuber helfen wollte, aber das mit einer sehr schlechten Umsetzung. Mit einer schlechten Umsetzung, weil er das mit Gamer Brother persönlich hätte abklären können. Und so wie er sich verhalten hat, kann ich auch nachvollziehen, dass viele Leute dann, dass er auf seiner Seite, Gamer Brother, nicht mehr jeden einzelnen Scheiß an ihn schicken wollte und vor diesem Tweet, den er geäußert hat, auch nicht mehr gewusst hat, um welche zwei Videos es geht und sowas. Das hätte man alles ansprechen können, wenn man nicht die Antwort vorher schon aufgenommen hätte. Interessant. Ich glaube, das wird nicht gut overall für Haptic aufscheinen, aber ich bin froh zu wissen, dass Leute auch noch Kontext liefern können und mich persönlich hat Gamer Brother überzeugt. So.